Können wir auf Wahrnehmung würfeln, damit wir nicht in irgendeine dumme Falle reinlaufen? Vielleicht. Also erlaubst du es oder erlaubst du es nicht? Sekunde. Ihr lauft eine Weile. Ihr kommt an eine Kreuzung, wo es nach links oder nach rechts geht. Müsste ich jetzt entscheiden, welchen Weg ihr geht. Es hieß, der Zettel sagte nach Osten an der Säurepfütze. Grube. Großosten. Wir haben eine Karte. Einer von uns hatte eine Karte. Nicht so eine Karte. Nicht so eine Karte. Ich habe ein Picasso-Bild an der Karte. hol das Bild raus. Vielleicht ist ja da irgendwo ein Picasso-See drauf. Warte. Warte. Ich guck mal auf die Karte. Ja, tatsächlich, da ist ein See drauf. Das weiß ich doch. Nee, warte. Auf dieser Karte war der Urwald rechts. Rechts ist Osten. Wir sind im Osten. Jetzt müssen wir nur noch wissen, ob der linke oder der rechte Weg weiter Richtung Osten führt. Ja. Hat jemand einen Kompass? Oder einen Magneten? Ich habe mein Handy. Ich hätte jetzt hier auf Google Maps schauen können, aber leider kann ich das nicht. Also Osten ist ja in der Regel irgendwo rechts. Aber können wir irgendwie Wahrnehmung würfeln? Also was, welcher der beiden Wege uns besser gefällt oder besser vorbereitet? Darf ich mir einen Felsen angucken und gucken, auf welcher Seite das Moos wächst? Kleiner Hinweis, auf dem Zettel steht nach Osten von der Säurepfütze zur Statue. Ah, okay. Ja. Ihr habt den Zettel, deswegen kann ich es euch ja sagen. Ja, okay, wenn wir bei der Pfütze sind, dann nach Osten. Okay. Wo gibt's eine Säurepfütze? Ich würde in Bergen vermuten. Ich habe jetzt erstmal links oder rechts. Ich höre auf zu reden, weil sonst wird's schwierig. Keine Ahnung. Entscheidet euch jetzt. Ich würde einfach nach rechts sagen. Ich bin auch für den rechten Weg. Dann gehen wir nach rechts. Ihr lauft nach rechts, bis ihr in eine Art Gestrüpp kommt, die euch den Weg versperrt. Also ihr kommt in eine Art Sackgasse. Dort endet der Fahrt und dort geht's auch erstmal nicht weiter. Dann laufen wir da zurück. Steht da mal ein großer Stein vor euch. Ich schaue mich um, ob ich irgendwo was Wichtiges finde. Mit Wahrnehmung. Wahrscheinlich. Nein, aber an diesem Fels könnte man gut Sachen zerschlagen. Zerschlagen? Wir haben doch die Glaskugel. Wenn er das meint. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich könnte sie kaputt machen. Aber ich weiß ja, oder nicht, ob das was bringt. Ihr geht wieder nach links, oder? Ja. Ja. Ja, wir gehen zurück. Okay, nach links. Ihr lauft von rechts zurück nach links. Lauft so lange, bis ihr zu einem Baum kommt, in einem Netz eine große Kiste hängt. Ja, das ist ein großes Netz. Sieht es aus wie ein Spinnennetz? Nee, das ist eine Art Fischernetz, in dem eine große Kiste dran. Das Netz hängt erreichbar. Wenn ihr euch streckt, könnt ihr mit der Hand dort oben rankommen. Kann ich mit auf Wahrnehmung werfen, ob ich irgendwo eine Falle sehe? Ich würde darauf auch einmal werfen, wenn möglich. Gleichfalls. Okay, wer führt das? Ich hab's nicht geschafft. Okay. Ich war erfolgreich. Ich war auch sehr erfolgreich. Okay, Sekunde. Ihr seht da keine Falle. Gut. Doch, ich sehe eine Falle. Ja, aber ich sage euch, wenn wir da ganz siehst, dass da keine Falle Kiste ist. Gehen, sind wir alle tot. Mit wer der Wahrnehmung geschafft hat, hat gesehen, dass da keine Falle ist. Okay. Für mich ist da eine Falle. Ich entferne mich. Hängt nur ein großes Netz mit einer großen Kiste drin. Ich möchte gern nach dem Netz greifen.
Okay. Daran ziehen. Okay. Gucken, wie stark es festgemacht ist, ob ich es einfach runterziehen kann. Ist ziemlich doll festgemacht. Du kannst es nicht runterziehen. Komme ich an die Kiste dran? Ja, aber die ist im Netz drin. Du müsstest das Netz schon irgendwie öffnen, damit das rauskriegt. Wie ist das Netz festgemacht? Ist es festgeknotet? Es ist oben an dem Baum befestigt mit einem Strick und der ist ziemlich fest geknotet. Wir haben noch das Feuerzeug. Wir können das Seil durchbrennen. Stimmt. Wir können es einfach durchbrennen. Tut euch keinen Zwang an. Viel Spaß. Ich mach's nicht. Ich brenne mich nur selber. Passt auf, das ist hier nur Wald. Kein Waldbrandbahn. Wir haben hier noch die Wasserflasche. Es ist sehr schwer, in einem Urwald was anzubringen. Es ist ein fucking Seil, wo man Feuerzeug drunter hält. Also, wenn man das machen, bräuchte signifikant mehr Feuer, um einen Waldbrand zu verursachen. Macht ihr es? Ja, und ich stehe mit meiner Wasserflasche bereit, falls es brennen sollte. Okay. Kannst du den Brand in ein Tier verwandeln? Das ist eine Feuerspinne. Verdammt. Ist es ein Feuerleopard? Okay, dann tut ihr es. Nice. Okay, ihr tut's. Ihr zerbrennt das Netz. Die Kiste fällt nach unten. Wir haben noch ein Brecheisen, oder nicht? Ja, wir haben Brecheisen. Wir haben ein Brecheisen. Auf der einen Seite ist jetzt ein Schädel festgebunden, das andere ist noch ein Brecheisen. Also ich hab das mit der Brecheisenseite. Okay, ihr öffnet die Kiste und findet darin ML 32 und die 80. Was genau da ist. Sekunde. Ich hab so viel Schwachsinn in der Tat. Yep. Kann man vielleicht noch zwei Rollen Klopapier. Ich hab sehr viel Schildkröte. Wer möchte reingucken in die Kiste? Wer möchte sich da was rausnehmen? Ich sag, der das geöffnet hat. Okay. Ich möchte in die Kiste reinschauen. Da drin ist eine Plastikplane drin. 3x4 Meter lang. Praktisch. Und die Nummer 80 ist da drin. Ein Namensschild mit dem Namen Schnutzipu drauf. Also das ist. Ah ja. Aus was besteht das Namensschild? Es ist so ein typisches Namensschild mit Plastik weitgehend und Papier. Ja, verdammt. Und so eine Nadel. Entsorgen wir es wie die guten Bürger, die wir sind. Ich nehme es und schmeiße es einfach irgendwo in den Wald. Okay. Die Plane könntest du auch in der Kiste lassen. Mitnehmen. Ja, die Plane ist. Die Plane könnt ihr mitnehmen. Kann ich irgendwas aus meinem Rucksack werfen? Allein zum Regenwasser sammeln wäre das gut. Plane da rein und dann das mit der Plane austauschen? Wie meinst du das? Ja, kannst du. Austauschen kannst du immer. Ansonsten voll ist. Du kannst deinen Rucksack mit. Dein Inventar bleibt voll. Du kannst dir aber zusätzlich. Du kannst die Plane nehmen und dir zusätzliche Items reintragen, aber das ist dann. Nee, ich wollte eigentlich einen Gegenstand in meinem Koffer durch die Plane austauschen. Du kannst Sachen jederzeit austauschen, aber du musst dir das Item wegwerfen. Ja, das. Oder jemand anderem geben. Ja. Ja, du musst ein Item loswerden, damit du die Plane einstecken kannst. Ich bin aktuell bei 17. Aber du kannst auch Sachen. Plane mitnehmen. Ich habe wichtige Dinge in meinem Koffer. Aber ihr könnt auch zusätzlich zu eurem Inventar könnt ihr noch weitere Sachen mitnehmen. Dann überladet ihr bei euch und. Mit jedem Item, was ihr zusätzlich dazu an euch dran packt, da würfelt ihr dann plus 2 bei jeder Probe. Ich gucke mal eben in mein Inventar. Braucht jemand von euch Batterien? Nein. Dann schmeiße ich die Batterien direkt hinter das Namensschild einfach in den Wald. Also ich hätte doch noch 6 Inventarplätze frei. Willst du wirklich die Batterien wegwerfen? Nein, willst du nicht. Nein, das sind immer noch Plätze. Die dir der wichtige NPC im Hotel mit der Karte, mit dem Hinweis zum gegeben hat. Die Batterien würde ich mitnehmen, wenn niemand anders dann Platz hat. Dann nimm sie. Gut. Ich hab gefragt. Sonst schmeiße ich dir einfach in den Wald, weil ich sie kann. War nur ein netter Hinweis. Ich hab auch noch 6 Plätze frei. Ein wichtiger NPC hat euch diese Batterien gegeben. Ja, ein wichtiger, verrückter NPC, der irgendwelche Scheiße gebastelt hat.
nicht genauer definierte Scheiße. Den schmeißt sie, also jemand hat sie noch immer in Mitte, oder? Ja, genau. Ja. Ich hab gefragt, wer nimmt sie? Wurde genommen, ansonsten hätte ich es weggeschmissen. Okay, also ihr wollt, ihr lauft weiter. Ja. Ihr seid, okay, Kister. Ihr kommt wieder an der Kreuzung an, die, wo es wieder nach links oder nach rechts geht. Ich würde sagen, diesmal gehen wir wieder nach rechts. Ja. Ja, bin ich dabei. Ja. Wir folgen. Ihr folgt also rechts dem Weg, und ihr kommt den rechten Weg lang, ihr kommt zu einer Säurepfütze. Ah. Woher wissen wir, dass es Säure ist? Es brodelt. Ha. Kann auch heiß sein. Sie ist grün dampft und es ist grün dampft und so ein Rattenskelett hoch und wieder runter. So ungefähr. Es ist grün, dampft und brodelt. Okay, ich frage Harold, möchtest du davon auch probieren? Ich hab nichts probiert. Ja, aber willst du davon probieren? Möchtest du mal dran riechen? Bin ich wahnsinnig, da ist gerade ein Rattenskelett hochgeschwommen. Okay, sorry, sorry Harold, du bist nicht wahnsinnig. Stix, möchtest du an den See probieren? Einmal tiefen Zug durch die Lunge nehmen. Harold, hast du noch ein leeres Glas? Ich hab eine Plane. Wollt ihr wirklich Säure in dein Glas füllen? Nein, das geht nur kaputt, ich habe Angst davor. Das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Säure im Glas, was denkst du, in was Säure in dem Chemieunterricht gelagert wird? Ja, es gibt Säure, die macht das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach das Glas kaputt macht. Also dass das Glas einfach kaputt geht. Ja. Deshalb mache ich es ja nicht. Die Frage ist, ob beim Auffüllen was daneben geht, ist ein bisschen. Nur aus Interesse. Die Kristallkugel hat keinen Deckel, oder? Nein. Schade, ich dachte, sie hat uns aus Versehen ihren Wodka gegeben. Ihren Wodka. Okay, ihr steht jetzt an einer Säurepfütze. Okay, dann wollen wir Osten, Leute. Finden wir irgendwo einen bemoosten Stein? Von der Kreuzung geht ein Weg nach links und wieder ein Weg nach rechts ab. Es gibt Moos. Es gibt Felsen in der Nähe. Es gibt Moos und Felsen, ja. Gut, auf welcher Seite wächst das Moos? Auf der Seite ist Zivilisation, wir kennen die Karte. Das heißt, wir müssen von da aus gesehen, das Gegenteil, also wir... Wo ist der... Also Osten ist nach rechts. Okay, dann laufen wir nach links, was? Du hast den Spielleiter outplayed, indem du mehr Wissen hast als er. GZ. Ich habe einfach nur sehr viel Spaß. Ich meine, wo ist Osten? Könnte mal raten. Ich sage, Osten ist... Dann sag uns doch erstmal, auf welcher Seite das Moos wächst. Ganz genau. Da wo nicht. War das nicht so auf Norden, Süden, Osten, Moos? In meinem Hirn wächst Moos. Das auch. Das viel Zivilisation. Naja, wir haben ein Hotel, das heißt. Okay. Das können wir als Orientierung nehmen und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendeine reale Sache ist. Wie gesagt, ich zitiere aus einer Serie für Kinder. Nee, das stimmt schon. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube auch. Und wir müssen entgegengesetzt der Richtung laufen, das wäre dann Osten. Laut der Karte zumindest. Das heißt, wir laufen entgegengesetzt des Mooses. Das wäre dann wahrscheinlich nach rechts, also gehen wir alle nach links. Ganz genau, weil der Kunde natürlich erstmal alles. Das, was okay, ihr geht, okay, ihr geht nach links. Wir gehen nach rechts. Nein, ich würde wirklich nach links. Vielleicht verpassen wir sonst was. Ja, okay, wir gehen nach links. Wollt ihr wirklich nach links? So können wir ja. Ja, wir gehen nach links. Bitte entscheidet euch jetzt. Ja, sonst verpassen wir noch irgendwas. Ich glaube, wir entscheiden uns. Okay, ihr lauft nach links und ihr würfelt jetzt alle mal auf. Auf Wahrnehmung. Würfelt mal auf Wahrnehmung. Alle mal. Ja, geschafft. Ich role noch.
Ja, Roll20 hat dort irgendwie gerade zu hängen. Nein. Moment, ich weiß auch. I see me rolling. Also zwei Leute haben es definitiv geschafft. Ich hab's auch geschafft. Wer hat's nicht geschafft? Ich. Du schaffst es nicht, das rechtzeitig wahrzunehmen. Die anderen schaffen es schon. Du stolperst geradeaus in eine große Grube rein. In der kann ich darauf reagieren, dass er stolpert, dass ich ihn so versuche. Kannst du machen. Weil unten in der Grube wimmelt es von Schlangen. Okay, meine Nahkampfreflexe helfen mir, dass ich ihn nochmal zurückziehe. Dann würfel mal auf Nahkampf. Ich habe es nicht geschafft. Oh Mann. Okay, aber Mordi, kannst du dich irgendwie festhalten oder kannst du irgendwie so einen Wert? Ich kann auf. Du kannst jetzt zurückgehen und. Ja. Okay, du schaffst dich festzuhalten und du siehst, wie unter deinen Füßen sich Schlangen schlängeln. Wir versuchen mit vereinten Kräften Harold wieder hochzuziehen. Das gelingt euch. Ich würde mal behaupten, wir gehen zurück und den richtigen Weg. Jetzt denn wir haben den Tod sonst verpasst. Das ist wichtig. Ein Ereignis, das ich hätte durchaus verpassen können. So, ihr geht also nach rechts. Ja. Also, nicht oder gehen wir jetzt nach geradeaus? Geht nicht. Wir gehen natürlich. Ihr kommt zu einer Statue, die einen konservativen Politiker darstellt. Was? Oh, verdammt, Trump? Das ist Olaf Scholz. Der Name auf der Statue ist verwittert, da steht nicht drauf, aber ist ein alter Mensch. Ein konservativer Politiker. Entweder ist es Trump, Friedrich Merz. Oder viele andere. An der Statue hängt auf jeden Fall ein Zettel. Das ist ein alter weißer Mann. Ist ein alter weißer Mann. An der Statue hängt ein. An der Statue ist ein Zettel. Auf dem Zettel, wenn er ihn an euch nimmt, steht nach Norden von Statue zu Statue von Eroberer. So. Was war das letzte? Also nach Statue? Nach Norden von Statue zu Statue vom Eroberer. Ah. Okay. Von einer Statue zur anderen Statue. Das heißt, wir müssen von hier aus zum nach Norden. Okay, von der Statue aus gehen. Geht sogar ein Weg geradeaus. Einer geht nach links und einer geht nach rechts. Nach links. Wo wächst denn das Moos hier? Nee, nach links wäre Norden, weil wir sind nach Osten gelaufen. Ich hätte eher gesagt, wir sind nach Osten gegangen, aber sind wir eine Kurve gegangen oder sind wir straight gerade gegangen? Auf dem Weg gerade. Ich höre Spielleiter. Ihr seid nach Osten gegangen. Ja, aber gerade oder in der Kurve? Gerade, ziemlich gerade. Also okay, wärst nach links dann. Nein, Mittwochweg. Geradeaus. Wir aber nach Osten weiter. Wir sollen ja nach Norden, oder nicht? Stimmt. Ja, also ihr seht, also, ihr steht am. Stimmt, ja. Es geht ein Weg nach Norden, also ein Weg nach Norden, nach Osten oder nach Süden. Ach, und nach, ja. Wir nehmen den Weg nach Norden, weil wir haben ja jetzt so gut rausgefunden, was passiert, wenn wir den falschen Weg gehen. Ja. Ja. Außer da ist noch ein Schatz. Wollen wir erst die anderen beiden Wege? Wir nehmen erst die anderen beiden Wege. Wir gehen nach Süden. Bitte mach das nicht. Nein, bitte nicht, Dorte. Doch. Okay, wir gehen nach Norden. Wir gehen nach Norden. Also wir können uns auch aufteilen, ne? Die Hälfte geht nach Süden, die Hälfte geht nach Norden. Wir gehen nach Norden. Okay, geht nach Norden. Anne kann sich nicht entscheiden, ich muss ihr ja immer noch helfen. Oder kann sie mittlerweile laufen? Wollt ihr wirklich nach Norden? Ich kann humpeln. Ja, dann helfe ich dir trotzdem weiter, dass du nicht humpeln musst. Okay, geht nach Norden und kommt zu einer weiteren Kreuzung, die wieder nach rechts und nach links führt. Oder nach geradeaus. Geht weiter. Geradeaus. Dann weiter nach Norden, ja. Okay, geht weiter nach geradeaus. Und wir kommen wieder, an eine Kreuzung. Ich laufe vorsichtig, damit ich nicht in eine Schlangengrube reinfalle. Ja. Und ihr kommt wieder an eine Kreuzung, die wieder geradeaus oder nach links und nach rechts geht. Weiter Norden. Okay, und damit kommt ihr dann endlich an einen großen Steinhaufen. Das ist meine Statue, wa?
Und ja, ein Teil von diesem Stein auf ist ein Kopf. Okay, also es war mal eine Statue. Ich nehme den Kopf mit. Bist du der Kopfjäger? Okay, erstaunlicherweise macht es nur einen. Waffe bauen. Macht nur einen. Bei mir macht das einen Winterslot. Okay. Okay, dann würde ich anfangen, meine weitere Nahkampfwaffe zu bauen. Jetzt muss mal. Einer muss mal von euch auf Wahrnehmung würfeln. Ich würfel auf Wahrnehmung. Ja. Mindestens einer, wenn nicht alle. Wahrnehmung ist. Was ich hab. Wahrnehmung ist gelungen. Ich versuche auch mal wahrzunehmen. Das ist gelungen. Okay, Carlo, du sollst vor allem noch. Hast du schon gewürfelt oder? Nee, Carlo darf nochmal auf Wahrnehmung würfeln. Carlo ist nochmal dran. Würfel mal auf Wahrnehmung. Ach, lass es bleiben. Du siehst hinter der Statue, unter einem Stein vergraben, siehst du einen Koffer. Ein Koffer. Hat Carlo auch das geschafft, oder? Ja, er hat's auch, oder? Warte, sorry. Dann müsstest du erkennen, ja, dass das... geschafft. Dann müsste Carlo erkennen, dass das sein Koffer ist. Okay, ich erkenne, dass mein Koffer ist und sag, das ist mein Koffer. Finger dann weg. Dir dein Zeug. Wie zur Hölle ist dein Koffer hierher gekommen? Ich weiß es nicht, es ist mein Koffer. Ich erkenne es auf jeden Fall. Wahrscheinlich die Typen. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. What the fuck? Ich möchte anmerken, ich habe zwei Nahkampfwaffen gebaut. Kann ich den Koffer nehmen oder stürzt es dann ein? Die kannst du nehmen. Okay, dann schaue ich rein und schaue, ob alles da ist. Es ist alles da. Geil, ich nehme meine Waffe raus. Und alle sehen, wie ich jetzt einfach ein Trommelgewehr in der Hand habe. Du gehst einfach von der Hand. Praktisch! Ich habe gesagt, ich brauche den Koffer und es ist meiner. Yep. Wie viel Schuss hast du? Genug. Und alles, was ich sage, mir sage ich gar nicht dazu. Okay. Falls ihr es wissen wollt, ich habe noch ein zweites Magazin. Ui, spaßig. Als ihr so über den Koffer steht. Zurückhalten. Als ihr so über die Statue, über den Trümmern steht, fällt von oben herab eine Art provisorischer Beutel. Eine Plane, die irgendwie zusammengerafft wurde. Und da befinden sich eure scharfen Sachen drin, die euch der Affe abgenommen hat. Und oben auf einem. Also nahezu gar nichts. Und oben auf dem Baum sitzt der besagte Affe. Und schaut euch zu. Leute, mein PC startet sich gerade neu. Ich habe gerade die letzten 5 Sekunden nicht zugehört. Das ist nicht gut. Ja, ich bin jetzt gerade kurz am iPad. Ist das passiert? Da kommen so gut, so weit wie. Ne, der Affe hat euch eure scharfen Gegenstände zugegeben. Okay. Perfekt. Ich wollte noch sagen, dass ich jetzt noch in meinem Koffer schaue ich noch mal meinem Laptop und schaue, ob der funktioniert. Das wäre gut. Das Mikro hat sich gerade blöd an. Naja, ich starte gerade neu. Okay, der Affe zeigt euch nach Osten. Gebt euch eure Sachen zurück und zeigt weiß mit der Hand Richtung Osten. Sollten wir diesen Affen trauen? Erstmal möchte ich noch was schauen, bevor wir weitergehen. Ich möchte schauen, ob mein Laptop noch funktioniert. Mach das. Funktioniert der? Ach so, denn im Spiel. Ja. Ich habe ja einen dabei. Der funktioniert. Du wirst den Charakter ist Carlo. Wie? Den Charakter war Carlo, oder was? Ja, genau. Ja, also dein Inventar ist vollständig und funktioniert. Also du kannst damit nicht ins Internet gehen, aber der funktioniert, okay. Das du kannst Textdokumente kannst darauf schreiben. Wie? Nochmal? Du kannst damit nicht ins Internet gehen, aber du kannst den benutzen. Ja, das reicht mir erstmal. Das heißt, ich brauchte nicht wegwerfen. Mein Handy ist erstmal unbrauchbar. Das Handy. Ich habe eine
Das Handy funktioniert auch, aber das funktioniert nicht, dass du damit jemanden anrufen kannst. Ach so, okay. Also du kannst damit Sachen machen, aber du kannst da... Ach so, okay. Hat mein Handy noch Akku? Noch hat's Akku. Wie viel? Finden wir raus. 83%. 83, okay, das reicht mir erstmal. Ja, selbst wenn, ich habe eine Powerbank dabei. Und dein Laptop. Der fällt bei, ich habe auch. Dein Laptop hat nur noch 70% Akku. Noch 50? 70. 70, okay. Dann tue ich trotzdem einfach an die Powerbank anschließen, weil ich habe sowieso Kabel und Powerbank dabei. Okay. Fängst du das an zu vloggen oder was? Ja, Mann. So, und ich packe wieder alles zusammen. Und ich muss mir jetzt überlegen, was ich rauswerfe. Der verzeiht immer noch zu viel. Ich sage, okay, ich habe sehr viele Sachen. Braucht irgendjemand Falschgeld? Nein. Okay, ich werfe das Falschgeld weg. Nein. Du wirst Falschgeld. Wohl welche Währung? Euro und Dollar jeweils. Ich nehme mal die Dollar, die 1000. Okay. Ist das also gut, das sind zwei Pakete, die habe ich als eins gekriegt, das Falschgeld. Ist das gut gemacht, das Falschgeld? Natürlich. Wenn du mich kennen würdest, wüsstest du es. So, ich habe noch eine Sonnenbrille. Ich zieh die einfach an. Hervorragend gemachtes. Dann, ich schaue noch, ob ich noch irgendwas brauche. Den Rest lasse ich einfach. Du sollst das Falschgeld gut von dem Echtgeld trennen, weil es könnte für dich schwierig werden, das Falschgeld von dem richtigen Geld zu unterscheiden. Ja, das macht aber auch keinen Unterschied, weil niemand wird checken, dass es Falschgeld ist, weil das so gut ist. Musst du wissen. Okay, und ich zeige jetzt meine schöne Packung Koks und frage, möchte jemand? Weil ich glaube, ich kann damit nicht mehr viel anfangen. Ich zieh mir die halbe Nein, Packung. Nein, das musst du noch fertig machen. Das ist noch nicht fertig. Das ist nur zum Verkauf. Das kannst du noch nicht so konsumieren. Du kannst zwar gerne trotzdem ausziehen. Du kannst es gerne ausprobieren, aber es funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das mit ein bisschen von der Säure kombinieren. Okay, ich zieh aus seiner Tasche eine Plastiktüte mit Magic Mushrooms. Ich kann auch noch was anbieten. Ab jetzt sind alle Ihr seid alle erstmal high. Noch wollt ihr vielleicht high. Wollt ihr vielleicht, bevor ihr euch zudröhnt, erstmal nach Osten gehen? Okay, wir gehen Richtung Osten. Ich wollte nach Osten. Wollen wir dem Affen vielleicht Koks anbieten? Wollen wir dem Affen Magic Mushrooms geben? Ich möchte vorschlagen, dass wir uns vielleicht außerhalb eines Ortes zudröhnen, der uns potenziell umbringen möchte. Okay, das könnte schwierig werden auf dieser Insel. Wir könnten es am Hotelpool tun. Wir könnten eine Rezeptionistin was anbieten. Ja, wir könnten der Rezeptionistin Drogen geben. So, jetzt mal weiter am Text hier. Ja. Du gibst uns Drogen, wir reden darüber, was wir dann tun, das ist normal. Ich hab sie halt aber nicht. Aber bitte nicht eine halbe Stunde lang. Ja, alles gut, wir gehen weiter. So, ihr geht weiter nach Osten und es dauert nicht mehr lange, den Weg lang, da kommt ihr zu einer kleinen Lichtung. Auf dieser Lichtung ist ein großes rotes X auf dem Boden. Okay, markiert. Ich würfel auf Wahrnehmung und schaue, ob es hier irgendeine Falle gibt, weil ich traue dem nicht. Ich schließe mich an. Aber warte, ich kann gar nicht würfeln, weil ich noch gar nicht drin bin. Na, würfel mal. Also ich hab's geschafft, mit meiner Wahrnehmung. Okay, einer von euch hat's geschafft, das ist keine Falle. Sehr gut. Jo, ihr habt ein großes X auf dem Boden. Hat jemand eine Schaufel dabei? Ich frage einfach mal. Nein. Ich hab eine Pfanne. Eine sehr lange und große. Ist diese Pfanne stabil? Ich habe damit drei Leute ausgenockt. Ja. Ich würde sagen, wir benutzen die Pfanne und das eine Ende von einer Stemmeisenkeule, um mal beim X ein bisschen zu graben.
Vielleicht finden wir ja irgendwas. Ich kann euch auch einen provisorischen Morgenstern aus dem Statuenkopf, einem Rollkragen und einem Seil anbieten. Ich glaube, dass das nicht wirklich hilfreich zum Graben ist. Man kann draufschlagen. Ja, wir graben. Wir graben. Okay, ihr grabt eine ganze Weile. Es dauert eine Weile, die Truhe ist tief vergraben. Ihr findet zwei, drei Meter grabt ihr schon hinunter. Dann findet ihr irgendwann eine große Truhe. Dann öffnen wir die mit dem Brecheisen. Wir stemmen sie auf. Ja. Die Truhe ist randvoll mit Gold gefüllt. Mit Schmuck und Gold. Ui. Wir merken uns diesen Ort. Wenn ihr die Kiste zur Toilette bringen. Die Kiste ist ziemlich schwer, ich krieg das nicht hin. Die Kiste ist ziemlich schwer, dann müsst ihr tatsächlich 6 Inventarsplätze für opfern. Das kriegen wir nicht hin. Nee. Die 6 Inventarplätze doch, groß. Ja, das heißt, wir können sie trotzdem schleppen. Wir kennen den Weg. Ihr müsstet sie aber irgendwie für den Moment unterbringen. Wir können es einfach zu viert tragen. Und dann zwischendurch absteigen. Nein, können wir nicht, weil einer muss Ding Anne tragen und Anne kann nicht selber laufen. Ich kann alleine humpeln. Ja, du kannst hinterher humpeln. Aber könnt ihr den Platz auch merken? Damit wir es haben, ich gebe dir das eine Ei, was ich noch habe. Vielleicht regeneriert es was. Vielleicht reicht. Ihr könnt euch den Platz auch merken. Das dürfte auch gut sein. Könnt ihr wieder herkommen. Dann merken wir es uns. Ja, dann merken wir es. Bevor wir es auf der Karte. Bevor wir die Kiste weglassen, möchte ich grob durchgucken, ob da irgendwas drin ist, was uns weiterhilft, um besagten Geist zu finden, den wir ursprünglich mal finden wollten. Was wo drin? In dieser großen Schatzkiste, die wir jetzt eine halbe Stunde lang gesucht haben. Da ist Gold drin. Wertvolle Sachen, Schmuck und Gold. Aber kein Wert. Keinerlei Hinweise auf Geist. Noch drin. Das ist wahrscheinlich viel wert, das ist Vermögen wert, aber ist nichts irgendwie von hauptsächlich Gold. Also hauptsächlich Münzen. Münzen. Ein paar Ketten und ein paar Juwelen sind da auch drin, aber das ist da jetzt einfach eine Schatzkiste. Ich würde gerne eine weitere Kette mitnehmen, dann habe ich nun 3 Ketten. Das kannst du machen, da sind mehrere Goldkisten drin. Eine protzige Goldkette, eine Goldkette aus dieser Kiste und ein Amulett. Ja, ich sehe seine Goldkette und zeig einfach nur meine. Aber die Gold... Er sieht, dass meine besser ist. Und steckt sie wieder ein. Da du sie aus der Kiste genommen hast, nimm dir mal einen Inventarplatz dafür. Dann lege ich sie wieder hin, ich habe keine. Ich würde tatsächlich ein paar von den Edelsteinen mitnehmen, falls wir mal einen Tauschhandel eingehen müssen. Ich habe mehr als genug Geld dabei, das reicht schon. Ich hab 3 Nahkampfwaffen, wir können tauschen. Ja, stimmt auch wieder. Will jemand meine Nahkampfwaffe? Ich brauche die nicht mehr, ich habe mein Gewehr. Was ist es denn? Ein Nagelbrett. Mit dem ich einen so überall gebraten habe, dass er seinen Kopf verloren hat. Das klappt bei deiner Kraft. Wie viele Plätze habe ich noch? 1, 2, so, der Affe. 3, okay, der Affe zeigt euch auf jeden Fall. 19. Der Affe kommt, gut, dass ihr den nicht umgebracht habt, der kommt nämlich zu euch runtergeschwungen. Öffnet mit seiner Hand. Ich würde dein Nagelbrett nehmen. Okay, dann nimmst du es. Der Affe öffnet wie so eine Art Vorhang. Öffnet so eine Art Liane, die irgendwie wie ein Vorhang da vor dem Weg stand. Und zeigt euch einen Weg, der von der Schatz. Von der ich Schatz würde dem geht. Affen jetzt einfach meine Weinflasche geben und ihm gestikulieren, dass er daraus trinken kann. Okay. Der trinkt aus der Weinflasche. Das ist übrigens die bei dieser Leiche war. Also die ist wahrscheinlich schon vergammelt und. Ja. Der Affe findet's lecker. Okay, ich glaube, der ist jetzt mein Freund. Ich glaube, er ist jetzt mein Freund. Ich habe jetzt eine Weinflasche weniger. Der Affe gibt dir auch einen Daumen nach oben. Und zeigt euch den Weg Dann, danke. Und dann folgen wir, würde ich behaupten. Der Weg ist jetzt.
auf dem Weg kommt ihr tatsächlich, kommt direkt zum Anfang des Urwalds zurück, wo vorhin der ist eine Abkürzung zurück zum Strand. Okay. Wow. Okay, cool. Wir haben den Wassergeist aber immer noch nicht gefunden. Richtig. Aber den habt ihr, keine Angst, den habt ihr gefunden, weil kurz bevor ihr den Urwald verlassen wollt, taucht etwas vor euch auf. Ist geformt, dieses etwas? Ist das kleine Mädchen? Trust. Nö, nicht wirklich, aber. Oh boy. Diese Gestalt taucht vor euch aus. Das ist eine weitere wütende Gestalt. Grüße. Die euch ähnlich anschreit wie die Gestalt im Hotel. Die versperrt euch erstmal den Weg zum Strand. Werden wir angegriffen? Die Gestalt macht sich auf jeden Fall bereit, euch anzugreifen. Leute, ich glaube, das ist der Geist. Harold, hol mal deine Amulette bitte raus. Wollt ihr sie wirklich angreifen, oder? Ich würde tatsächlich einen Schritt vielleicht etwas näher gehen und sagen, hey, ich hab nichts gegen dich, das Ding mit dem Wasser ist cool. Wir lassen dich gerne in Ruhe. Okay. Ich würde immer noch Harold bitten, sein Amulett mal rauszuholen und es ihr zu zeigen. Meinst du? Wütend. Ja. Dann. Die ist aber jetzt schon ein bisschen wütend auf euch, und. Ich glaube schon. Der mit Feuer könntest du vielleicht versuchen. Ja, okay, dann zeige ich ihm mein Amulett. Weil ich habe mein Feueramulett. Okay, würfel mal auf Bedrohen. Bedrohen? Bedrohen? Ich kann einschüchtern halt. Bedrohen? Ja, es ist Feuer gegen Wassergeist. Also doch. Ich würde einschüchtern, seht ihr das auch? Ja, würfel mal auf einschüchtern. Es rollt bei mir. Ich habe 72, ich weiß nicht, ob es schon gerollt hat. Nein, hat es noch nicht. Ja, oder? Nee. Hast du es geschafft? 37, ja, natürlich. Okay, ich hab 82, also. Die Gestalt ist davon tatsächlich ein bisschen, also Angst hat sie davor nicht, aber es ist Ehrfurcht ein bisschen davor und die weicht tatsächlich ein bisschen zurück und lässt euch gehen. Zum Strand. Nachdem ich es eingeschüchtert habe. Eingeschüchtert nicht, auf keinen Fall. Mach dir nicht die Illusion, dass du so ein Wesen einschüchtern kannst. Ja, okay, nicht eingeschüchtert, aber nachdem es zurückweicht, frage ich es trotzdem noch, wer bist du? Es gibt nur ein formloses Brüllen von sich. Es fletscht die Zähne und brüllt. Ich würde im Vorbeigehen einfach noch einen Daumen hoch zeigen, dass ich. Ich würde vorbeigehen, aber meine Waffe immer. Finde. Ich würde vorbeigehen, aber meine Waffe weiterhin auf ihn richten und halt das Amulett weiterhin ihm zeigen können. Weil sie ja das an meinem Arm. Okay. Und genau sehen kann, dass ich das weiterhin habe. Ich würde mein Amulett rausholen und auch langsam an dieser Gestalt. Ja, du kommst sowieso mit, ich halte dich. Nein! Doch. Ich bin an der Person vorbei. Okay. Immer noch, jetzt halte ich dich gerade. Okay. Willst du sie nicht bekehren? Nein, ich bekehre sie nicht. Ich warte, bis sie zu mir läuft. Dass dieser Geist bereits verloren. Oder einem anderen Pfad folgt, der nicht mit ihm auf die andere Seite kompatibel ist. Ihr kommt zurück an den Strand. Okay. Hatten wir nicht diesen einen, hat nicht dieser eine Typ uns gesagt, wir sollten eigentlich zu den Bergen gehen? Oh, stimmt. Wollen ja, da das ist ein guter Hinweis. Ihr habt jetzt sehr viel Proviant mit dabei. Ich habe sehr viel Zeug mit dabei. Ja. Okay, dazu war es gut. Ich will dafür, dass wir zu den Bergen laufen. Okay, ihr lauft also Richtung Berge. Ich würde tatsächlich mal, bevor wir damit weitermachen, schaffen wir das noch ein bisschen weiterzumachen oder seid ihr alle müde? Ist egal, ich bin dabei. Also, ich sage noch höchstens eine Dreiviertelstunde. Okay. Na, dann lohnt sich's nicht. Das lohnt sich, Morty. Jetzt, wo hier keine Schlangen mehr sind, lass mal Magic Mushrooms raus.
So, bevor ich zu, bevor ich zu dröhnt mit Drogen. Dafür ist es zu spät. Weiter spielen. Das haben wir jetzt beschlossen, nicht. Das ist das Erste, was wir tun werden. Wenn es unbedingt sein muss, es wird euer Abenteuer aber schwer. Wir haben einfach Spaß. Ja, ihr seid am Strand zurückgekommen. Ihr seid jetzt wieder an dem Ort, wo ihr die Toilette, das Schiffswrack und die Sachen gefunden habt. Und wollt jetzt Richtung Berge aufbrechen. Ja, genau. Ist es Abend? Ist es Mittag? Oder? Ihr seid so ziemlich eine Nacht durchgelaufen, es müsste wieder morgens sein. Ach, wir sind eine Nacht durchgelaufen, okay. Ja. Das war eine lange Abkürzung. Sind wir dann nicht übel erschöpft, theoretisch? Ach, geht jetzt. Zeitersparnis, es geht. Wir laufen jetzt weiter, fertig. Ihr lauft weiter. Okay, ihr habt zwischendurch, ihr habt euch im Urwald mal auf dem Weg ausgeruht. Kann dann Anne noch fertig regenerieren? Ja, ihr dürft das schleppen müssen. Du darfst, also inzwischen. Alles klar. Ihr habt dich zwischendurch mal ausgeruht und du darfst dir. Mittlerweile darfst haben wir die Wunde komplett zugenäht, weil ich habe ja mein Nähzeug da. Fertig. Ich bin immer noch voll. Ihr dürft wieder voll generieren. Okay. Mal. Danke. Nach einem halben Abend habt ihr das erreicht. Glaub mir, Carlo, das ist ja genauso eine Erleichterung für mich wie für dich. Na, für mich ist keine Erleichterung. Ich hab dich nicht mehr in meinen Arm. Oh. Aber das sage ich nicht laut. So. Das denke ich bloß. Aus Zeitgründen, weil ich das vielleicht mal tatsächlich mal vorankommen will und das Segment, was ich hier aufgebaut habe, nicht wirklich relevant ist, sage ich mal, ihr lauft einen Tag lang. Ihr seid den ganzen Tag unterwegs am Strand und kommt irgendwann am Fuß der Berge an. Das Event, was am Strand vorgesehen war, lasse ich jetzt mal einfach aus. Weil ich keinen Bock drauf habe. Und ihr kommt am Fuß des Berges an. Seht ihr das? Ja. Okay. Ich würfel auf Wahrnehmung, um zu schauen, ob hier irgendwas Gefährliches ist. Ich gucke nach Fallen. Es ist so geglückt. Am Fuß des Berges. Am Fuß des Berges dürfte jetzt nichts. Okay. Relevantes sein. Ich werde mal gerade ein bisschen Musik anpassen. Also, wenn uns jetzt irgendjemand angreift, dann bist du schuld. Momentan gerade nicht. Okay. So, wie kommt er sonst Gebirge? So, im Gebirge, da habe ich meine kleine, um das Ganze abzukürzen. Da habe ich aus der letzten Proberunde, die wir gestreamt haben, gelernt. Habe ich mal ein kleines Spielfeld vorbereitet für euch. Ich hoffe, es ist im Stream halbwegs zu sehen. Da mal vier Figuren. Ihr würfelt jetzt auf diesem Spielbrett wie auf jedem anderen Spielbrett mit einem W6 Würfel. Das Spiel ist eigentlich relativ einfach erklärt. Das ist eine coole Idee. Ihr würfelt jetzt einen W6 und jeder Punkt ist ein Feld. Jeder weiße Punkt ist erstmal ein normales Feld, da werde ich mal was würfeln, ob da was passiert drauf. Bei wem begegnet. Alle roten Punkte sind Punkte, an denen ihr klettert ja auf Berge hoch. Wenn ihr auf einem roten Feld landet, dürft ihr einmal würfeln. Auf eure Ausdauerwert, ob ihr es schafft, noch weiter zu klettern oder ob ihr erstmal eine Pause machen müsst. Wenn ihr Ausdauer verkackt, dann müsst ihr eine Runde aussetzen. Dann dürfen die anderen erstmal weitermachen und ihr bleibt eine Runde lang stehen, um euch zu erholen.
Blaue Felder sind, die sind relativ oben im Gebirge. Da wird es langsam kalt für euch. Da müssen wir ein bisschen was nachlesen, was ich da genau drauf geschrieben habe. Wo ist das Ziel dieses Spielfelds? Das Ziel des Spielfelds ist oben rechts, beim letzten Rotpunkt. Okay. Da werde ich euch dann anführen. Wie ist die Reihenfolge? Also wenn ich jetzt auf der vordersten Bergkette lang gehe, wo komme ich dann an? Also das wirkt für mich nicht wirklich verbunden. Es geht von Feuer zu Feuer. Also das ist, ich kann die Figuren bewegen, also es geht hier lang. Könnt ihr das sehen? Nein. Das ist schön. Einfach pingen. Einfach links. Es geht hier lang. Die Figur könnt ihr jetzt sehen. Da oben zum Feuer, da ist eine erste Höhle. Da geht's hier runter. Da geht's hier bei den weißen Feldern weiter. Hier bis zur zweiten Höhle. Dann geht's hier durch die Höhle durch. Dann geht's hier unten weiter bis zum dritten Gebirge. Oh, Kacke. Das ist breit. Breiter als das erlaubt. Dann geht's hier bis zu dieser Höhle. Dann geht's hier weiter und dann bis zum Ende. Danke. Laufen wir alle einzeln oder können wir auch zusammenlaufen? Ihr lauft einzeln. Ihr würfelt einzeln für eure Charaktere und bewegt eure Figuren über das Spielbrett. Blaue Felder sind Kältefelder, da wird euch kalt. Da würfelt ihr für jedes Feld, auf dem ihr landet, 1b4 Schaden. Minus 1 Punkt für jede Klamottenschicht, die ihr zu dem Zeitpunkt tragt. Ich habe eine warme Decke. Also ich lege meinen Mantel an. Damit bin ich bei 2 Schichten. Also momentan ist... Momentan Mantel von meinem Anzug an. Damit momentan würde ich euch das noch nicht raten. Das macht ihr dann vielleicht später mal. Momentan ist noch relativ warm. Das tut ihr dann bei den Kältefeldern rechtzeitig. Das macht ihr dann, wenn ihr dann auf den müsst ihr gucken, ob komme ich jetzt auf ein rotes oder ein blaues Feld, dann könnt ihr dann rechtzeitig dafür reagieren und dann. Okay. Das Fahrrad sich, da kommen wir später zu. Wer legt los? Ich würd einfach mal machen. Entweder ihr einigt euch drauf oder wir werfen Initiative. Ich jetzt an. Sehr so, gerne. 2. Cool. Ich kann übrigens die Figuren nicht bewegen. Und Feuer sind erstmal Sachen, die hier. Das ist dann Höhlen. Da kommen wir dann weiter. Du hast die Figuren nicht freigegeben. Ja, das mache ich für euch. Du bist der Rote. Du kommst auf 2. Dann würfel erstmal. Das sieht man jetzt im Stream wahrscheinlich noch nicht, aber da ist erster roter Punkt. Würfel mal auf Ausdauer. Okay, dann darfst du in der nächsten Runde weiterziehen. Ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich habe 45 Ausdauer. Das kann trotzdem klappen. So, weiter geht's. Die nächste. Okay, dann mache ich weiter. Ein D6. Auch eine 2. Fuck. Okay. Dein Charakter ist der Lina. Ich hab's nicht geschafft. Nee, der Blaue. Du stirbst an einem Herzinfarkt. Ich stirb an einem Herzinfarkt. Geschafft. Du musst hier erstmal ausruhen. Ja. Das ist eine 97, das ist ein kritischer. Ich weiß nicht, ob du dafür irgendwas machst. Nö, das ist auf dem Spielbrett jetzt nicht relevant. Okay, schade. Danke. Du bleibst 2 Runden stehen. Nein, eine Runde nur. Wir wollen ja vorankommen. Nein. So, der nächste. Styx machst du mal. Ich mach Schlusslicht. So. Okay, dann du bist natürlich der Liederne. Darf ich der Liederne sein? Ja, natürlich. Dankeschön. Würfel. Ich muss würfeln. Ein 6 war das. Ein D6. Das ist eine 6. 1, 2, das an uns vorbei. Also 2 war okay, 1. Ich kann meinen immer noch nicht bewegen. 6, ja, aber ein rotes Feld. Hä? Einen davor. Obwohl, nee, wir standen ja auf dem ersten Feld. Stand auf dem ersten. Ja. Carlo hatte auch gerade 2 gezogen und ist auf dem roten gelandet. Natürlich, dann muss ich ein D100 würfeln und meinen. Genau. Das ist nicht geschafft, da muss ich also aussetzen. Okay, dann ist der letzte, die letzte Dorn. 5. Ach, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. So sieht's aus. So, wer muss jetzt aussetzen? Molly kann weiter. Ich würfel einfach mal 4. Carlo muss aussetzen. 4. Ich bin auf dem zweiten Roten. 1, 2, 3, 4. Darfst einmal würfeln, ob du weiter kannst oder ob du eine Pause einlegen musst. Natürlich kann ich weiter. Alles klar. Gut, die anderen beiden müssen eine Pause einlegen, dann bin ich dran. Wir mögen die roten Felder, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Nein. Du warst grün. Carlo. Grün. Okay, dann wirf mal, ob du eine Pause machst. Aber natürlich. Das Bein macht noch ein bisschen zu schaffen. Ja. Richtig.
Aber so, dann ist jetzt dran? Wieder Carlo dran. Jetzt müsste der erste dran sein, das war Harold. Genau, so, der erste. Ich bin wieder dran. Du müsst, glaube ich, noch was setzen. Bitte entschuldige. Nächstes Rotes. Ja, natürlich. Ja, erstmal. Ja, das ist der falsche. Du bist sehr fett. Das ist der rote. Ich bin der Lila. Der rote muss nach vorne. Also der rote, ja. Gut. Du kannst sie auch benennen, wenn es besser ist. Mach ich gerade mal. Jetzt ist Carlo dran. Carlo ist der blaue. Kann genau. Ich mal gerade nehmen. Das ist. Der blaue hat auch eine 6, Alter. Ist aber nicht zu sehen. Wie? Ich habe den gerade benannt. Nameplate. Ja, das ist auch nur für dich. Die pinkt man nochmal. Aber ich sehe es nicht mal bei mir. Warum wird der nicht gezeigt? Einfach Linksklick länger gedrückt halten. Ah, danke. Ja. Wie benenne ich den jetzt? Ist egal. Merkst du, wir sagen der. Ja, der blaue geht jetzt 6 Felder vor. Okay, 6 Felder nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hasse Rot. Damit ist nun 6 dran. Ja. Fulle? 4. Spaßig. Wieder ein rotes Feld. Ich hasse mein Leben. 1, 2, 3, 4. Dann würfel mal, ob du dich ausruhen darfst. Morty ist bisher fit, der hält das durch. nice. Ich muss mich ausruhen. Ja. Nice. 2. Der grüne. Ja, genau. Gut auf. Okay, ich habe vergessen zu werfen. Eigentlich müsste mal hier. Ob wir die Spannung mal ein bisschen unterbrechen. Ja, können wir mal das Laufen mal ein bisschen unterbrechen. Warum denn? Mit einem Kampf von 4 Kannibalen, die euch im Gebirge angreifen. Bitte was? Ja, uns alle 4 angreifen oder nur eine kleine Gruppe? Eigentlich habe ich es gesagt, wer gerade auf das Feld gekommen ist, darf alleine mal kämpfen, aber das ist. Ach du Scheiße. Machen wir mal gemeinsam, könnt ihr mal gemeinsam. Ich bin sowieso mit Anne auf dem Feld, das heißt, ich benutze jetzt mein Trommelgewehr und schieße auf die. Um die Verwirrung mal ein bisschen Unterstützung. Ihr dürft erstmal eine Initiative würfeln auf den Angriff. Wir kämpfen 8. Alle 4, richtig? Ja, ihr kämpft alle 4. Ich habe eine 8. Oh Gott. Ich fange an mit meinem Trommelgewehr und versuche so viele Schüsse wie möglich. Ich kann ja bis zu 4. Ja. Ich schaffe einen. Ja, sehr gut. Ein Schuss. Dann wirf erstmal, ob du es überhaupt schaffst zu. Also ja. Ich schaffe es. Es ist ein kritischer Erfolg. Ja. Und. Mal 2. Jetzt habe ich nochmal. Wie viel Schaden? Du machst nicht 1d100 Schaden. Das ist eine. Nee, alles gut. Ich mache 8d10 Schaden. Ja. Ist ein Maschinengewehr. Das ist ja. Warte. Mal 2. Mal. Alter, was für eine Kugel verstießt denn du? Ist 45 mal 2. 90 Schaden. Ja, 90 Schaden, das ist die Jesus-Kugel. Das ist deine Kanonenkugel. Jesus Christ, ich kann bis zu 4 Schüsse machen, ne? Das ist doch. Hier ist noch 4 Schuss. Aber du hast mit einem Schuss gerade. Das ist okay, du hast dann. Das ist wie viel? Du musst mal ausrechnen. Ich glaube, damit müsstest du alle getötet haben. Sie standen in einer Linie. In einer Linie. Ich nehme jetzt meine Waffe hoch und puste einfach einen Lauf ab. Du zerballerst einfach das. Das dann einfach. Beeindruckend. Mit einem Schuss. Beeindruckend. Ja. Haben wir das Problem aus der Welt geschafft und jetzt können wir weitermachen. Ich habe gesagt, ich kann schießen. Ja. Beeindruckend. So, weiter geht's ja, war dran. Zwei für Mordi. 6. Ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber Mordi schafft das sehr gut. Achso, der steht ja da schon. Mordi hat große Ausdauer. Ja. Sehr gut. Der nächste. Carlo. Oder? Carlo, also ich. Ja, entscheidet euch einfach. Eine 2. Ich komme auf ein blaues Feld. Das ist der rote Feld. Und geschafft! Ja! Mit meinem 45 Ausdauer habe ich es geschafft. Okay. Dann darfst du nächste Runde weiter. Ja. So, jetzt müsst du es nicht aussetzen, oder? Ich bin. Moment. Sticks muss aussetzen. Ich meine, ich hatte schon ausgesetzt, oder nicht? Nee, du musst jetzt gleich aussetzen. Dann bin ich dran. Dann bin ich dran. 5.
Jetzt. Oh, Kältefeld, nett. Ja, jetzt darfst du mal. Du hast dir vorher nichts angezogen. Du hast zumindest eins haben. Ich habe eine Jacke dabei und ich habe noch eine Bluse dabei. Die Jacke zählt als eins, die normalen. Okay. Dann darfst du mal ein D4 Schaden minus eins würfeln. Ist ja nicht so kritisch. Zwei ja. Schaden. Darfst du mal zwei Schaden eintragen. Sie kriegt kalte Hände. Nee. Ich fröstel. Ihr habt ja voll geheilt. Sie muss einmal niesen. Hatschi? Hatschi. Ja, der nächste bitte. Das müsste Mordi sein. Ja. Harold. 3, 1, 2, 3. Kältefeld, yay. 3. Okay. Dass dich nicht vorbereitet, einmal würfeln. 1d4 Schaden. Minus. Hast du eine Jacke an? Ja, du hast eine Anzugsjacke. Ich habe mein Hemd, zweitens, ich habe einen Rollkragen drüber. Das heißt, okay, stimmt, den hast du vorher angezogen. Minus 2. Ja, ich trage den grünen, der rote ist jetzt mittlerweile ein Morgenstern. 1d4 minus 2. Okay. Ich werde um 1 geheilt. Nein, wirst du nicht, aber dir geht's gut. Dir ist nicht kalt. Da ich jetzt merke, okay, mir ist ziemlich kalt, würde ich die warme Decke nehmen und würde sie mir quasi so. Das ist fast nicht mehr nötig. Einen provisorischen Umhang. Jacke drüber. Der kommt gleich an der Hürde an. Gut, dann kommt Carlo. Ne 6. Ich wickel mich trotzdem in die Decke ein. Carlo war der Blaue. Ja, genau. Der Blaue schafft's nicht, der muss aussetzen. 6. Das war ein bisschen anstrengend, jetzt der lange Weg. Ja. Nach so einem Aufstieg, ihr seid ja fast. Ja, ich bin halt alt. Aber ist jetzt Stücks dran. Ja, Stücks ist dran. Einmal würfeln. Nein. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Dann ist der Grüne dran. Also kein Encounter für ihn, okay. 3. 1, 2, 3. Du begrüßt, besuchst Carlo. Ich habe es geschafft. Yay. Dann müsste jetzt Molly wieder dran sein. Würfe einfach mal, ob du es in die Höhle reinschaffst, die einfällt vor dir liegt. Schaffst Muss du. Ich in die Höhle? Ja, sollst du schon machen, es wird langsam Abend. Oh. Na gut, dann setze ich mich hin. Und warte auf die anderen. Inventar durch, ich habe leider kein Feuer, aber ich kann schon mal Sachen vorbereiten. Jo. Hallo, ich weiche nicht von deiner Seite. Da müsste jetzt Styx sein, ich muss aussetzen. Oh. Ja, Styx. Auf geht's, hol ein. Eine 3. Links zurück. Ich möchte meine Jacke anziehen. 2, 3. Okay, gebe ich dir, dass du es noch rechtzeitig gemacht hast. Dann würfel mal. 1d4 minus 2. 0. Hm. Dir ist warm. Vorzüglich. 3. Das war der Blaue? Ne, der hat ausgesetzt. Der Grüne. 1, 2, 3. Kälteschaden. Einmal. Was hast du an? Wahrscheinlich nicht. Also ich hab eine Bluse und eine Jacke an. Also, du müsstest sie mindestens, geb ich dir 1. In die 4 minus 1. In der Höhle könnt ihr euch dann was mal anziehen. Wow. Okay. Und nochmal 3 Schaden. Ja, wir können jetzt Harold warum weiter. Oder ist Anne eigentlich unser Punching Bag? Ich kritisiere ja. das. Weil ich die einzige Frau bin unter euch. Achso, das Patriarchat hat zugeschlagen. Richtig. Ja gut, wer ist das nächste dran? Modi ist schon in der Höhle, der ruht sich aus. Dann ist der Carlo dran. Carlo. Ne 4. Ich bin auch in der Höhle. Allerdings, du gesellst dich zu Harold mit dazu. Wollen wir kuscheln? Nee, ich habe Feuerzeug. Ein Feld. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Zuerst das Rad wollen wir kuscheln. Ein Feld gehst du. Ich muss einen Ausdauerwurf machen. Den habe ich nicht geschafft. Ja, darfst du erstmal noch ein bisschen zurückbleiben. Gut, ich habe schon geworfen, es ist eine 6, ich bin in der Höhle. Ich nutze mein Feuerzeug, um ein scheiß Feuer zu machen, weil mir arschkalt ist. Haben wir denn Brennholz dabei? Also darf ich jetzt so oft würfeln, bis ich da bin? Du darfst jetzt erstmal würfeln. Ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste da sein. Vorzüglich. So,
Dann kommt dann die erste Höhle. Da habe ich, glaube ich, durch eine Map gebaut. Oh. Kurz vorm Stream, weil ich bemerkte, die alte ist gelöscht worden. Ihr seht die Figur, oder? Ihr habt dort das kleine Feld. Was passiert in der ersten Höhle? Jetzt habe ich die Zuschauer schon ein bisschen gespoilert. Die sehen mehr als ihr. Es erinnert mich an Pokémon, in diesen Scheißhöhlen, die dunkel waren. So, ich muss mal gerade gucken, was passiert. Da passiert was. Erste Höhle. Huch, erste Höhle. Es passiert etwas. Wo wir gerade bei Pokémon waren. Es sind drei Bären. Ein wildes Pokémon passiert. erscheint. Ein Teddybursa. Ein wilder Kannibale erscheint. Ein Kannibalomon. Kannibalomon. Ich zück meine Waffe. Das Kannibalomon kriegt aufs Maul. Also irgendwie sind Schusswaffen hier ein bisschen OP, habe ich das Gefühl. Man könnte fast sagen, das Kannibalomon schneidet sich ins eigene Fleisch. ja. So, welche Waffe ziehe ich denn? So, in der Höhle, ihr könnt euch in der Höhle, ihr kommt erstmal in die Höhle und könnt euch dort erstmal Verdruppelkeule umgucken. Könnt ihr erstmal Feuer machen, euch erstmal umgucken. Was tut ihr? Wie groß ist die Höhle? Geht doch erstmal rein. Ja, rein. Ich dachte, wir sind drin und haben dort rein, das Feuer gemacht. Ja, ich mach mal ein Feuer bisschen. Achso, die anderen sind ja schon reingegangen, dann mach ich mal, erleuchte ich euch die Höhle mal ein bisschen. Tool dafür finden. Seid reingegangen, ihr seht, gebt euch mal. Uns Erleuchtung. Erleuchte uns. Ich gebe euch mal das Feld frei, was ihr seht. Ups. Und. Okay. Ja, das ist die Höhle, die ihr habt. Brauchen wir Fackeln? Das sieht man ein bisschen. Das Feuer ist hell genug. ja, aber brauchen wir Fackeln, um durch die Höhle durchzukommen? Ja, um weiterzugehen. Ja, es ist gerade, ja noch nicht. Es ist ziemlich dunkel, also wenn ihr weiter die Höhle erkunden wollt, dann. Handy-Taschenlampen. Oh ja. Stimmt, ihr habt welche. Ja, stimmt, ich habe ja noch mein Handy und ich habe das an die Powerbank. Das heißt, mittlerweile ist 100% geladen. Aber diese Höhle endet tatsächlich hier, das ist nur eine kleinere Höhle. Die Map ist ein bisschen irreführend. Ist denn irgendwas Interessantes in der Höhle? Irgendwelche Schriftzeichen oder was weiß ich. Möchtest du die Wände untersuchen oder irgendwie. Ich möchte mal die Wände untersuchen. Vielleicht finde ich ja ein Skelett, das irgendwo liegt. Ich helfe mit meiner Taschenlampe. Dann würfel mal auf Wahrnehmung, ob du da trotz der Taschenlampe macht nicht alles, aber du trotzdem irgendwas siehst. Nö, also ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Warte. Ich schon. Ich auch nicht. Also okay, Anna hat was gesehen. Anna hat's geschafft, oder? Anna hat's geschafft. Ja. Muss man tatsächlich mal gucken. Du findest tatsächlich, einen Spalt in der Wand. Das ist ein. Beim genauen Hingucken fällt dir auf, dass da irgendein Spalt zu finden ist an der, und irgendwie der da, wo du mit, du kannst da ein bisschen durchgucken und siehst da irgendwie, dass da könnte man es mal gucken, ob man da sieht dran, als würd's da hinter dem Spalt noch irgendwas sein. Ich gehe näher an den Spalt ran und Frage, wer war es, Carlo mit der Taschenlampe, ob er mal da reinleuchten kann? Mach ich. Muss ich jetzt wieder auf Wahrnehmung würfeln? Nee, du siehst da einen Spalt. Den siehst du, und hinter der Wand, du scheint, das scheint ein kleiner Raum zu sein, eine kleine Kammer.
Du siehst nicht das genau, der Spalt ist zu klein, dass du irgendwas draus sehen, durchsehen kannst, aber da scheint irgendwas zu sein. Hm. Haben wir zufälligerweise jemand mit Sprengstoff dabei? Nein. Wer von euch kann mit Sprengstoff allgemein Nahkampfwaffen umgehen? Also der Riss, das Thema. Der Riss ist, wenn du mit den Händen da reingehst, merkst du, der Riss ist ein bisschen, der ist schon brüchig. Also könntest du auch mit irgendeiner Waffe dagegen. Wir haben doch noch unser Brecheisen. Das will ich dafür nicht nehmen. Wie gesagt, ich habe die Frage, wer von euch kann allgemein mit Nahkampfwaffen? Die Wand ist ziemlich sparöde. Du kannst da. Ich kann Nahkampf 50, das war's. Gut, dann würde ich dir mal den Statuenkopf Morgenstern leihen und du kannst dagegen prügeln. Bin ich es erleichtert mit dem Kopf? Zusammen? Das ist immer eine ordentliche Waffe. Ich weiß nicht, wie viel Schaden es macht. Ja, das kriegt ihr sowieso erleichtert. Der Spalt ist nicht unbedingt. Die Wand ist an dieser Stelle nicht besonders fest. Also mit um 10 erleichtert, oder? Ja. Ich hab's geschafft. Okay, du schlägst den Riss auf und steht da, du schlägst dir da so, du musst vielleicht noch ein zweites Mal nachschlagen und dann du schlägst da einen Riss frei, wo du durchgehen kannst. Und alle sind begeistert, weil ich gerade eine Steinwand durchschlagen habe. Ja, das war kein fester Stein, das war kein Granit. Das wissen die nicht. Das war schon, der Riss, der war schon am Öffnen. Das stimmt, ich so, wer möchte an mich. So, wer möchte... Ich gebe sie dir bereitwillig zurück, weil ich habe ja eh meine Waffe. Da passt nur einer. In diese Kammer passt nur einer rein. Wer möchte hingehen? Ich gehe rein. Also Anne geht rein. Ich gebe ihm meine Handytaschenlampe, damit er was sieht. Oder sie. Okay, du gehst dort rein in die Kammer und du entdeckst am Boden der Kammer tatsächlich eine Drachenstatue. Yay, eine kleine Drachenstatue. Yay! Die erste. Wow. Warum lasse ich die durch? Die erste der versteckten Taschen Drachenstatue. Warum lasse ich die durch? What the fuck? Mann. Finders Keepers gefunden. Kannst du die jetzt ins Inventar stecken? Alles klar. Und erstmal behalten. Was brauche ich eine Nahkampfwaffe? Die werfe ich. Wie am Anfang gesagt, ihr könnt die. Ihr könnt die benutzen, ihr könnt die klauen, euch gegenseitig klauen, ihr könnt die verschenken, ihr könnt die. Aus was ist denn die gemacht? Also so kann ich das sehen, ist es Stein, ist es Metall? Stein, alles klar. Das ist eine, ich würde sagen Marmor. Marmor? Das ist eine edle Statue. Des Drachens. Okay. Alles klar. Steckst du denn jetzt im Inventar? Ich guck mich im Raum um, ob da noch irgendwas anderes drin ist. Da ist nichts anderes drin. Gut, dann gehe ich zurück zu der zum Rest zur restlichen Gruppe. Okay. So, ja, in der Höhle ist auch nichts weiter anderes zu finden, also die Wände sind... Gut, dann setzen wir uns wieder aufs Spielbrett, dann gehen wir gerade zum nächsten. Ja, wir machen jetzt dort Nacht aus und dann gehen wir weiter. Okay, ihr habt keinen Schaden, den ihr regenerieren müsst. Ist das doch, vielleicht... Doch, theoretisch schon. Dann regeneriert jetzt mal ein ihr habt ziemlich unsamt geschlafen, 1d10. In der harten Höhle könnt ihr 1d10 regenerieren. Naja, wir haben... Isomatten, wir haben Hängematten, okay, Hängematten kann man nicht wieder, aber wir haben noch zwei Schlafsäcke. Ja, richtig. Trotzdem. Dadurch wird's weich durch die drei Sachen. Es war schon ein bisschen kühl trotz des Feuers. Okay. 1d10. Okay. Das ist, ja, ist nicht unbedingt der beste Schlaf. Ich würde nachts noch mit ein bisschen was von dem genießbaren Gemüse, die Schildkröte füttern, die ich scheinbar mitkriege. Ihr könnt auch in der Höhle, keiner muss wach halten, die Höhle ist relativ versteckt, da kommt jetzt keiner. Also versteckt nicht, aber. Da kommt jetzt euch in der Nacht keiner. Ja. Weiter geht's. Wer möchte anfangen? Ich, wie immer. Dann let's go. Ein 6. Ein 1. Einmal eine Kälteprobe. Naja. Minus Klamotten, die du an hast. Ja, da ich die Decke drüber hab, macht das keinen Schaden. Okay, beeindruckend. Next. Ich benutze eine warme Decke. Next.
Ja, warte. Bin dabei. Da. Ne 6. Und ich zieh mein, warte. Ich zieh meinen Anzug noch über meine Militärkleidung an, weil ich merke, draußen ist es ein bisschen kälter. Mach das. Also meine Anzugsjacke. Drei. Damit habe ich 3 Schichten. 4, 5, 6. Da bist du wieder unten angekommen. So. Gibt es einen Encounter, oder? Ah ja, warte mal kurz. Jawohl. Ich würfel mal. Nö. Passiert nichts. Mir ist egal. Obwohl, warte mal, ich guck mal, ob was anderes passiert. Okay, ich lasse es einfach passieren, weil es wo, wenn nicht an dieser Stelle. Sekunde. Da muss ich gerade mal selbst in mein Skript gucken. Während sag ich einfach mal, das passiert nur dir, dass du ein Kado. Du bist schon weiter vorne. Du begegnest einem, den musst du dich jetzt einfach mal alleine stellen. Du begegnest einem alten grauen Wanderer, der ein bisschen der da unterwegs ist in dem Gebirge. Ach komm. So, wo ist er? Kann ich euch gleich mein Bild einblenden? Wenn er jetzt wieder gruselig aussieht, kriegt er einen Catshot. Der sieht eigentlich relativ freundlich aus. Okay. Schieß trotzdem. Nein. Ja. Nein, ich bin zwar ein Arschloch, aber nicht so ein Arsch. Bekehre ihn zu meinem Kult. Nee, du bist gerade nicht da. Schau mal von innen. der ist dort. Frieden. Okay, lass mal erstmal mich reden. Der auf dem, dieser Wanderer, der macht dort gerade eine Pause. Der hat Ausdauerwurf nicht geschafft. Der macht dort gerade eine Pause und rastet. Der rostet. Das sagt der am meisten Pause. Ja, der ruht sich erstmal aus. Ja, ich spreche ihn an. Guten Tag. Was machen Sie hier? Ich wandere, wie scheinbar ihr auch, hier durch dieses Gebirge. Was suchen Sie? Ich wandere. Ich bin auf demselben Weg, wie es ausschaut, ihr auch, dort hinten zu, das Gebirge einfach zu durchwandern. Ich hatte einfach Lust auf eine Wanderung. Okay, wie lange sind Sie schon auf dieser Insel? Soweit ich mich erinnere, schon immer. Ich kann mich kaum an andere Zeiten erinnern. Ich bin schon. Wissen Sie, was für ein Geist wir hier antreffen im Gebirge? Ein Geist, hier im Gebirge. Wenn ein Geist hier im Gebirge wäre, dann. Ich würde mal sagen, ein Erdgeist. Könnte man im Gebirge antreffen. Naja, im Dschungel gibt's keinen Waldgeist, sondern Wassergeist, also ich weiß ja nicht. Dann gibt's im Bergen, in Gebirgen. Was ist mehr als so. Wind. Wind gibt's im Gebirge. Was ist mehr als Gebirge als Erde. Das Gestein, das der Boden, das da. Okay. Vielen Dank. Die Weisheit. Haben Sie sonst noch einen Rat an mich auf dem Weg? Nein, leider nicht, aber okay. Ich habe gehört, es soll sehr freundliche Menschen hier geben, die jenseits dieser Gebirge leben. Zu denen bin ich auch gerade unterwegs. Sehr nette Menschen hier auf der Insel. Ich gebe ihm auf jeden Fall mal treffen sollte. Aber können Sie mir mal gerade aufhelfen? Ich bin schwer in den Knochen, es ist in dem Alter ist schon. Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe beim von diesem Felsen wieder hochkommen. Ich habe jetzt irgendwie Angst. Kann ich auf Menschenkenntnis werfen, ob er mir reicht dir die Hand, ihn dich erstmal. Kann ich ihn davor noch auf Menschenkenntnis würfeln, ob ich ihm trauen kann bei dem. Inwiefern? Worauf? Ob er mich verarschen möchte, wenn ich ihm jetzt aufhelfe. Ob er mich jetzt irgendwie umbringt oder so. Okay, du willst herausfinden, ob er dir was wehtut oder was. Ja, also okay, ob ich ihm nur aufhelfen soll oder ob er irgendwas im Schilde führt. Würfel mal drauf.
Auf Menschenkenntnis. Warte. Bei mir rollt es irgendwie. Ah, jetzt. Hab's geschafft. Ja, Roll 20 hat heute Probleme. Hast geschafft. Ja. Ja, also er will dir momentan nichts anhaben. Und, okay, ich helfe ihm. Will nichts anhaben und will erstmal ein, zumindest will er, was das Aufhelfen angeht, würde er da nichts. Ja, ich helfe ihm auf. Das ist doch nicht das Gefühl, dass der irgendwas könnte. Das ist ein alter, greiser Mann. Genau. Ja, wie gesagt, ich helfe ihm dann auf und dann lasse ich ihn gehen. Okay. Mich an ihm interessiert. Er sagt, er bedankt sich dafür, dass du ihm aufgeholfen hast, und gibt dir und sagt dir, dass durch den Weg durchs Dorf, also so, er beschreibt dir den Weg, den hier auf der Spiegelkarte eingeblendet ist, ein bisschen durch das Gebirge hindurch einen Weg zu einem Dorf gibt. Die Bewohner des Dorfes mögen keinen Besuch, aber sonst trotzdem sind Menschen, die man besuchen sollte, sind da. Okay, das merke ich mir auch. Und ja. Ihr solltet die besuchen dort. Ja, aber die sind ein bisschen, die haben was gegen Besucher. Okay, dann. Okay, er verabschiedet sich und. Auf Wiedersehen. Und auf einmal nimmt er seine Beine in die Hand und rennt in Blitzgeschwindigkeit davon und verschwindet wie eine Rakete am Horizont. Ich schaue verblüfft hinterher und denke mir in Gedanken, wenn das jetzt der andere Geist war, der Erdgeist war, dann fühle ich mich verarscht. Geht weiter. Ja. Ihr dürft weiter würfeln. Ja, endlich. Ihr seid noch. Ne, einer steht schon draußen, Mordi steht schon draußen. Ja, ihr zwei seid noch in der Höhle. Nein, du begibst dich zu Mordi vor die Höhle. Ihr steht noch ein bisschen vor der Höhle rum. Und ich krieg zwei Schaden. Kühl heute, oder? Wahrhaftig. So. Fünf. Next. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne, Quatsch. Eins. Du bist gerade rausgekommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, hier bist du. Genau. So, jetzt müsste wieder Mordi dran sein. Ja. Zwei. Eine zwei. Eins. Ups. Eins, zwei. Das meiste der kurzen Schritte. Naja, den ersten Abschnitt ist er hochgesprintet. Ja, okay, steht auch wieder. Jetzt ist er ein bisschen erschöpft. So, Kado müsste dran sein. Also, jo, 6. Ich bin beim nächsten Feuer. 1, 2, 3, 4. Hast du die Punkte verfallen erstmal? Ja, ich mach direkt ein Feuer mit meinem Feuerzeug. Okay, du warst erstmal vor der Höhle, bis die anderen reinkommen. Ja, aber ich mach trotzdem schon mal ein Feuer. Ich bereite schon mal alles vor. Okay, du gehst schon mal rein und machst ein Feuer. Ja. So, der nächste war Styx, glaube ich. Ja. Dann würfel mal. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Du kommst zu Anna dazu. Ah, schließt Anna auf. Und sie geht gleich weiter. Sie hat keinen Bock. Ja. Ich gehe zu Kado ans warme Feuer. Wutnis. Das macht Sinn. Nicht die Karte bewegen. So, dann müsste, glaube ich, Mordi wieder dran sein. Haro jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Und einmal würfeln, ob du die Ausdauer hast, weiterzugehen. Nein. Oh, Moment, falsch. Moment. 1D100. Jo. Schaffst du natürlich, du bist topfit. Dann müsstest du jetzt dran sein. Ah, Hande in der Kälte. 1, 2, 3. Einmal. Und die, schon wieder zwei Schaden. Okay. Die Schaden machen hier nicht wirklich was aus, weil ihr könnt ja nachts regenerieren. Also. Ich glaube, der nächste Abschnitt wird länger gehen. Nicht wirklich. Wird ganz viel kalt geben. Aber ihr könnt ja regenerieren. Ihr werdet schon nicht sterben. Mal dran. Du bist dran.
Und kommst in die Höhle. Das sein du wirst eine 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seid in der zweiten Höhle, dann mach ich mal die euch auf. Nehmen wir gleich dieselbe Map, ich habe keine zweite Map gemacht. Diesmal ist die Map größer. Ihr kommt in die Höhle, ihr könnt Feuer machen. Mal ab, wir erkunden soweit, sagen uns einfach, was wir sehen. Ihr kommt hier in die Höhle. Wahrnehmungswürfe, oder? Hoppla. Ja, wir führen mal einen Wahrnehmungsgang, während ihr den Gang hier runterlauft. Nicht geschafft. Nö. Okay, also Anne sieht wieder irgendwas. Du sollst nach vorne gehen. Dir fällt als erster auf. Du siehst schon am Eingang, die anderen scheinen das nicht zu bemerken. Ich mach's dir mal sichtbar, damit können die anderen das auch sehen. Die sehen es, ihren Charaktere sehen es bloß nicht. Ihr seht, was hier in der Höhle. Ach komm. Öffne halt einfach die ganze Map. Das wird sonst nur nervig. Ich weiß nicht, wie man die ganze Map reviert. Ihr habt dann jemanden, dem diese Höhle gehört. Ich drehe mich zu Carlo um. Ich glaube, wir können heute sehr gut speisen und Pelz. Wenn ihr es überlebt. Aber ich würde mal behaupten, unsere Schusswaffenträger. Also, ihr habt da erstmal einen Bären, der auch jetzt sofort ihr da, sobald ihr da reinkommt, sobald Anna da reinkommt, sieht, dass da jemand in seiner Höhle ist, ihn bei seiner Ruhe stört. Ich würfel einfach schon mal Initiative. Ihr dürft jetzt alle mal Initiative würfeln. Der Bär fängt natürlich an. 15. Warum fängt der Bär an? Weil der euch sehen kommen hat, hören er durch. Oh nein. Ist der weiß, dass das hier kommt, der hat ein bisschen einen Vorteil. Zum Glück ist Anne vorne. Mhm. Der Punching Bag. Sie muss ja immer vorgehen, ich habe sehr hohen Ausweis. Okay, ja, es ist natürlich ein Bär, das ist dann. Er greift an. Und er schafft's anzugreifen, natürlich. Oh nein. Ausweichen. Kann ich ausweichen, weil ich ihn gesehen habe? Erstmal greif da an, dann kannst du mal gucken, ob du ausweichen kannst. Der Bär ist schon ein bisschen, ihr könnt ausweichen. Seine Klaue ist schon ein bisschen, das könnt ihr versuchen. Auf was roll ich da? Sekunde, ich muss erstmal angreifen. Ich hoffe, du hast einen. Achso, ihr dürft natürlich ausweichen. Ich habe keinen Ausweichenwert. Dann würfel auf Handeln Basis. Hast du irgendwie einen Kampfsport oder sowas? Das würde vielleicht nein. Machen. Nein. Ich werde getroffen. Dann kriegst du den Schaden ab. Ich hätte es auch rausgewürft, wen er trifft, aber. Anne ist vorne, das macht schon Sinn, glaube ich. Anne ist vorne, das macht Sinn. Dann kriegst du eine volle Bärenklaue ins Gesicht. Das macht 17 Schaden. Aua. Okay, Harold, wie viel Initiative hast du? Ich bin letzter von uns. Okay, das heißt, ich schieße direkt in seine... Das ist eine Bärenklaue, das ist noch relativ gut gerade durchgegangen. Ja, ich schieße den Bär direkt in die Fresse. Okay, versuch das. Schaffst du direkt, das? Direkt 4 geschafft. Das ist ein Crit. Also, nee, das war nicht der richtige Würfel. Ich würde den D4. Es ist kein Crit, aber es ist getroffen. Okay, dann würfel deinen einfachen Schaden aus. 34. Warum muss der nicht mal... Du triffst doch 4 Schüsse, also... Ja, 34, und soll ich jetzt nochmal zweimal würfeln, oder... Das einfach... Du hast 4 Schüsse getroffen, willst du wirklich 4 Schüsse verschwenden auf einen... Ja, wirst du von den Bären... Ja, ist es ein Bär? Ich vermute, er hält mehr aus. Ich werde mindestens 2 Schüsse auf ihn schießen. Also ich werde erstmal 2 Schüsse auf ihn schießen. Dann würfel mal, einen D4, wie viel du schaffst. Ich hab schon, das waren 4. Du hast 4. Okay, dann schießt du auch 4 Schüsse. Okay. Dann würfel mal noch 3-mal, ob du es schaffst. Er ist tot. Hast du alle getroffen? Ich hab fast 200 Schaden gemacht. Ich meine, du hast... Nee, eigentlich ist das Blödsinn, weil du... Ich muss noch 3-mal 3 W100 machen. Nee, hat er doch schon. Du musst noch 3-mal angreifen.
Nee, ist, so. ist egal, der hat. Ja, okay. Hat er, ja. Er drückt ja einmal ab und das ist ja dann, das ist ein Maschinengewehr, das ist ja, einmal getroffen ist, dass dann, wenn du eine Kugel triffst, dann trifft die anderen drei auch. Ich habe einen hohen Schusswert, also ich werde die nächsten auch runterziehen können. Okay, du triffst, ich muss mal gerade gucken. Also wenn er davon nicht stirbt, dann ist ein echt zäher Bär. Wie viel HP habe ich dem gegeben? Wie viel Schaden hast du gemacht? 90.000. Warte, ich... Okay, es macht keinen Sinn, dass du mit, das macht einmal Schaden, oder? Vier Schuss. Okay. Es ist Maschinengewehr. Du hast gesagt, ich kann bis zu vier Schuss machen. Ich habe jetzt vier Schuss auf ihn geschossen. Okay, das Ding ist trotzdem... Das Ding, du hast 60, du hast beim letzten Schuss 61 Schaden gemacht, oder? Ja, dann... ich habe 164 Schaden insgesamt gemacht. Okay, das Ding 184 ist... 184 sind's. 84? Okay, da habe ich mich verrechnet. Das Ding hat immer... Danke. Das hat 60 HP, das Ding ist tot. Okay. Wer hat das? Du hast einen Bären gerade mit einem Maschinengewehr erschossen. Das ist was soll da anders rumkommen als tot? Ja. Das ist da. Mit vier Schuss und einem. Ich hab das Messer und gebe das wieder dem Koch, damit der ein bisschen Fleisch rausschneiden kann. Sehr gut. Wie soll ein Bär das überleben? Ich will sagen ja einfach nicht. Mal, ich verbringe die Rest der Zeit damit, den Bär so weit auszunehmen und zu recyceln und zu kochen. Ich würde was von dem... Das wird was Gutes. Das freut mich, dass das was Gutes wird. Okay, du kannst dir... wenn du willst, kannst du dir 7 Portionen Bärenfleisch ein... Also wir werden nicht verhungern. Ich hab nicht so viel Platz im Inventar. Ich dann nimm dir so viel mit, wie reinpasst. Ja, aber wir werden jetzt erstmal was kochen und dann würden wir schauen, wie viel wir noch brauchen. Ja, ich würde dafür auch den Rest vom genießbaren Gemüse verwenden, solange es noch gut ist. Ja. Ich würde wieder meine Reiseapotheke gehen, die nächsten 2 Ibu rausholen, ein paar Pflaster. Und mich verarschen. Ihr dürft generieren, weil ihr gegessen habt. Okay, alle mal ein D10. Obwohl, nach dem Kampf schlaft ihr relativ gut, ihr seid zufrieden, dass ihr den Bären besiegt habt und das Bärenfleisch hat euch lecker geschmeckt. 2 D10. Ich muss mir noch aufschreiben. Ja! Wie viel Schuss habe ich nochmal? Ich habe 20 in dem Magazin, oder? Schreib dir auf, wie viel du verbraucht hast. Nee, ich meine, insgesamt habe ich in dem Magazin wie viel? Du hattest am Anfang, glaube ich, 20 Schuss. Also in Trommelgewehr, ich weiß, dass in echtem Trommelgewehr 100 Schuss sind, aber ich glaube, so viel gibst du mir nicht. Du hast dir nur 20 Schuss mitgenommen. Okay, und ein extra Magazin. Das sind nochmal 20 Schuss. Die stehen drin, wie es mir erlaubt. Verwechselst du das gerade mit dem Revolver? Weil der Revolver-Eld hatte nur 20 Schuss. Okay, du hast 40 Schuss, also 20 Schuss plus 20. Ich kann dir sagen, in dem echten Trommelgewehr sind 100 Schuss, aber das wirst du mir nicht erlauben, das weiß ich. Ja, schon. Du hast dir auf den Urlaub nach Hawaii hast du dir nur 40 mitgenommen. Okay, ja, bin ich einverstanden mit. Nur 40 für den Notfall. Ja. 40 für den Notfall. Du hast auf dem Weg nach Hawaii nicht darauf damit gerechnet, dass du. Ja, ich dachte, du einfach 40 Stück für 40 Leute, die ich umbringen muss, das reicht. Ja. Du hast nicht mit diesem Überlebenswahnsinn gerechnet in deinem sonnigen Hawaii-Urlaub. Ja, ich muss mir nur Überlebenswahnsinn. Seien wir mal ehrlich, wir sehen irgendwas, wir schießen drauf. Das ist momentan das Überleben. Das ist ein sehr effizientes Überleben. Also Anne ist fast. Anne ist schon fast draufgegangen, aber ein Friendly Fire. Nein, unser Überleben ist, ich spotte irgendwas, weil ihr Idioten zu blind seid. Krieg den Damage ab. So geht's mal weiter. Ab, inklusive Friendly Fire. Ihr habt die Nacht übernachtet, ihr habt gegessen, ihr habt lecker. Ihr habt zu euch was Proviant mitgenommen. Weiter geht's. Hat sich jetzt eigentlich irgendwer den Bärenpelz mitgenommen? Ja, ich hab ihn mir angelegt. Einfach mit dem Rest von Fleisch, der noch drin bleibt. Ja. Weiter geht's. Molly, du bist dran. Ich bin dran. 6. Slay. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dann bleibst du erstmal stehen. Oh. Oder willst du es alleine erkunden? Ich erkunde alleine. Ich guck schon mal. Nee, warte mal auf die anderen. Uff, ist, glaube ich, gemeinsam besser. Okay, dann würfel ich eine 1. Eine 1. Okay, ich diesmal nicht gut. Ich habe meine Militärkleidung, das ist ein T-Shirt und eine Jacke drüber. Oh, und dann habe ich noch meinen Anzug drüber. Ne, du wirst noch Schaden würfeln. Ja, genau, ja, ich wollte nur sagen, wie viel ich hab. Ich krieg einen Schaden. Wie viel kriegst du? Ich krieg gar keinen Schaden. Okay. Ich habe eine 2 gewürfelt. Na dann. Dann bin ich dran. Sticks. Die 2. Mal anders gefragt, wie lange machen wir noch? Das Fragezeichen-Event gerade noch und dann Ende. Durchs Gebirge nochmal durch, würde ich sagen. Ey, so lange halte ich die mehr durch. Ja, okay, ich würde sagen. Das dritte ist einfach übernachten. Das ist da. Ich meine, denk, das Gebirge kriegen wir noch durch. Heute. Dann können wir Schluss machen. Nee, jetzt kommen ja auch keine Events mehr, also jetzt kommt nur noch kalt oder halt aussitzen. Naja, und das Fragezeichen. Es kommt noch ein Event. Das geht recht schnell. Okay. 2. Wer hat jetzt 5 gewürfelt? 5, Anne. Grün. 2, 3, Grün. 4, 5. Einmal Ausdauer würfeln. Oh. Ich guck grad nochmal an, was da sich noch da ist. Ja, das kommen wir durch. Ich würfel das direkt schaffen weiter. Wir halt durch. 6, ich bin durch, ich bin auch beim Fragezeichen. Ich ignoriere jetzt auch einfach die Sache mit den Kannibalen, das war. Und ich krieg wieder keinen Schaden. Sehr unrealistisch in diesem Gebirge. Ich hab eine 5 gewürfelt, damit bin ich auch durch. Ja, Ricardos. Ich bin durch. Wir sind alle durch. Ja, wir sind alle durch. Und ich krieg 2 Schaden. Das normal. Ah ja, stimmt. Schaden. So, dann kommt ihr. Ihr kommt. Auf der Berg von der Bergspitze aus, ich kürze das Ganze mal ab. Wer von euch hat Klettern im hat jemand von euch Klettern? Ich hab Klettern. Anna hat Klettern drin. Würfel einfach drauf. Ja. Dann sagen wir mal, du hilfst den anderen runter, wenn du das dann. Ist gut gelungen. Klettern. Du hast zu gut geschafft, dass du den anderen mit runter hilfst. Ja, da ist eine kleine Vorsprung. Da ist eine Höhle zu erkennen. Da müsst ihr ein bisschen den Berg hinunterkraxeln, dass ihr da unten hinkommt. Und ihr kommt in eine Höhle, die vor der Wandmalereien ist. Gut, dann zeig uns die. Zeige ich euch mal die Höhle. Was sind hier los? Dix, erkennst du sowas? Ich möchte gerne. Zeig uns einfach die Wandmalereien. Was ist denn hier los? Da sind Tiere, die das wunderschöne Gekritzel. Ich verstehe das nicht, wie ich das hier angeordnet habe. Was seht ihr auf diesem. Ein Steinbruch. Ein Stein. Welche Ebene? Ja. Von denen ich sehe alle Ebenen auf einmal. ich guck mal eben in den Stream, was du falsch machst. Du siehst nicht alle Ebenen. Klick einfach darauf, Rechtsklick, Ebene, in den Hintergrund. Okay. So müsste es dann. Ja, jetzt müssten sie auch das sehen. Ja. Kommt in die Höhle und ihr habt vor euch. Ich krieg ein Geschenk. Es gibt auch mehrere andere, ihr seht an den Wänden, die ganze Höhle ist voller Wandmalereien. Das obere Symbol erinnert mich an die Rebellion. Also ich sag aber nur ganz leicht. Also ich sag, die Symbole erkennen wir ja wieder. Ich sag dir mal, wenn Styx untersucht die Symbole und sieht auch andere Symbole, die Symbole erzählen von einem Volk, das sich jenseits von den Bergen in dem Dorf niedergelassen hat und dort die ganze Geschichte erzählt das mit. Anfangs gab es doch irgendwie mal 2 Dörfer, die sich gegenseitig bekriegt haben und so weiter und so fort. Dann hat man das eine überlebt und bla und. Kann ich hier ein
Kann ich hier einen Schluss zu dem katholischen Kult, der dieses mächtige Wesen eingesperrt hat, ziehen? Nee. Ich würde erstmal ganz gern wissen, welches Symbol für welches Element steht. Ja, Sticks, möchtest du, Sticks möchtest du mal die Symbole untersuchen? Unten und rechts weiß ich nicht. Sticks, möchtest du mal... recht offensichtlich. Du hast relativ... Du müsstest irgendwelche Werte drauf haben. Soll ich einfach mal auf spirituelles Wissen würfeln? Bitte. Hast du irgendwelche Runen? Hat irgendwie Runenwerte oder so? Also, du hast mir gesagt, alles, ich wollte was mit Runen wählen, okay, dann hast du mir gesagt, das geht mit spirituellem Wissen in diesem Wenn Abend. Ich das gesagt habe, dann geht das damit. Oh, alles klar. 56, hast du es geschafft. Okay, fantastisch. Gut, wie gesagt, die sind eigentlich recht selbsterklärend. Braucht man nicht mal Runen wissen oder sowas. Sind auch soweit selbsterklärend, dass ihr diese Symbole auch auf euren, das sind tatsächlich die Symbole, die ihr auf euren Anhängern, auf euren Amuletten findet. Hab ich ja gesagt, die müssen wir ja sowieso eigentlich wiedererkennen. Ja, gut, ich habe... Unten ist Erde. Sekunde, ich gucke nochmal nach. Okay, dann muss Wasser irgendwas mit Musik. Wasser, die Erde. Links ist Wasser. Links ist das neben der. Links ist Wasser. Oben ist Feuer. Müsste Feuer sein. Da bin ich mir nicht sicher. Muss ich mal gerade zuerst meine. Rechts. Rechts ist Luft und Wind und unten ist dann Erde. Wir wissen, Wasser hat irgendwas mit Musik zu tun. Erde wahrscheinlich irgendwas mit Trennung oder mit Traurigkeit oder mit Schmerz. Mit Feuer. Oder mit Liebe. Oder Feuer. Ist das ein Geschenk dort oben oder was soll das darstellen? Ich glaube schon. Und was ist das bei Luft? Das sind zwei Hände, die klatschen. Das sind Hände. Willst du mal gucken, ob du das erkennst, diese primitive Zeichnung? Also ich würde sagen, bei Wasser müssen wir irgendwas mit Musik machen. Auf wahr. Feuer. Ja. Vermutlich ja, ein nicht auf oder sowas. Will das also irgendjemand aufschreiben? Ja, es wäre mal sinnvoll, dass euch auch das aufschreibt, vielleicht auch auf in Charakterbogen, dass du das bei der nächsten Runde noch wisst. Ja, eben, deswegen meine ich das. Ich schreib's auf. Schreibt euch mal. Schreibt euch mal das dann. Was hat man bei Feuer gesagt? Bei Luft, ich gebe den Hinweis, gebe ich euch das Luft. Oder Geschenk oder irgend sowas in der. Also Opfer ist bei Feuer, den Hinweis gebe ich euch, dass bei Luft ist tatsächlich das ist eine applaudierende Hand. Das habe ich schon gesagt, aber ja, danke schön. Applaus? Das könnte für Applaus oder Komplimente oder irgendwie für. Ah. Also für Zustimmung stehen. Ist da. Das unten bei der Erde ist wir könnte für Liebe, für gebrochenes Herz, für das könnte irgendwie dass da jemand das da Traurigkeit, Liebe. Ich wollte gerade sagen, wir gehen einfach zu dem Dämon hin, starren ihn an und sagen, ich liebe sie. das bei Wasser, das bei Wasser, bei Wasser ist offensichtlich eine Note. Ich hasse dich, du Schmuck. Ja. Wasser ist offensichtlich eine Note. Das ist dann ein Lied. Ja, okay, dann. Warte, wofür stand das Geschenk? Das ist einfach als Geschenk. Das ist ein Geschenk, ne? Könnte auch eine Opfergabe. Ich habe jetzt Geschenk oder Opfer aufgeschrieben. So, dann. Ich war schon wenig Opfer von euch. Ey! Was soll das bedeuten? So, weiter geht's. Spielen wir mal. Andere Seite würde ich holen. Zwei. So, rollen wir noch zu Ende. Kein Schaden, 2, ich bin hier. Okay, ich würfel auf 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kano macht 1, 2, 3. Ich kriege 2 Schaden. 6. Ah, ne, 1 Schaden, sorry. Ja. Ich bin dran. Und weiter geht's. Styx ist dran. 2. 1, 2. Da gesetzt durch zum Modi. Komme 1 Schaden. Haut, ein Schaden und anders dran. 1, 2. Ja, bis 2. Und einmal ein W4 plus die Klamotten. Ja, Haut ist dran. 1, 2, 3, 4, 5. Und einmal Schaden auszuführen minus Klamotten.
Ja, ja. Wenn du vier Klamotten an hast, musst du den gerne mehr würfeln. So, ich habe schon dazwischen gewürfelt, ich bin beim Feuer. Carlos. Und kriege keinen Schaden. Ja, beim Feuer kriegst du sowieso keinen Schaden. Achso, ja, ich mache ein Feuer wieder. Weil ich halt erst da bin. So, der nächste. Ja, die Nacht skippen wir einfach. Da wird schon nichts sein. Ja, da ist auch, glaube ich, nichts. Carlo war jetzt dran, jetzt ist Styx und dann. Ja, aus Styx. Einmal würfeln noch. Eins. Styx möchte, dass das abends ja noch nicht fertig wird. Ich will ins Bett. Achso. Okay. Fünf. Ich hab mich drei, bereits verabredet. Ich muss morgen früh weg. Hilfe. Ist okay. Wir machen gleich Schluss. Ich hab morgen um 12 auch wieder einen Termin. Das schaffst du. Ich auch. Morgen um 11 einen Termin. Wir würfeln nochmal. Morgen aus. Du hast 5 gewürfelt, 1 zurück. Sagen wir, ihr seid alle beim Feuer. Dankeschön. Hallo, ja. Wir skippen die Nacht. Ihr dürft regenerieren. Andermal. Ein W10? Ein W10. Feuer auf. Anne, wie geht's dir heute? Heute geht's mir gut. Echt? Ich hab diesmal keinen Bär abgekriegt. Da taucht plötzlich ein Bär auf. Er greift dich an, er geht wieder. Und die letzten Felder dürft ihr nochmal würfeln. Die letzten 4 Felder. Vielleicht kommt ihr noch mal auf ein rotes. 5 geschafft, fertig. Ende. Anne kommt nochmal auf ein rotes. 1. Komm nochmal Schaden. Das Rote habe ich sogar geschafft. Und zwar ein. Ich habe das Rote nicht geschafft. Carlo, wie viel hast du gewürfelt? 2. 2, 1. Und dann nicht geschafft. Okay, dann würfel einfach nochmal. 4, ich bin durch. Yay. Kommt alle an. Ich bin nicht durch, ich bin nach 1 gewürfelt, aber okay. Ich komme erst nochmal an. Wir helfen ihm. Ihr kommt tatsächlich, ihr kommt dort an, und ihr seht Folgendes, vor euch, ihr seht jetzt, könnt das sehen, was er da, oder ist das ausgeblendet? Ja, wir sehen eine Antenne, aber darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ich beschreibe euch nochmal, was ihr seht, da kümmern wir uns dann nächstes Mal drum. Ihr seht dort, es geht jetzt den Berg hoch, geht's zu einer Antenne. Und den Berg hinunter geht's tatsächlich zu, ihr seht schon das Dorf, und da unten ist ein... By the way, die Dörfer mögen keine Besucher, wir sollen da hingehen, hat mir so ein alter Sack gesagt. Ja. Und in welche Richtung ihr geht, wo wir weitermachen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, danke für diesen Abend. Das war noch nicht mit eurem Abenteuer, wir spielen das nächste Mal noch weiter. Wollen wir einen Termin ausmachen? Wollen wir es jetzt schon im Stream machen oder wollen wir es nachher machen? Machen wir es einfach ganz kurz. Wie sieht es nächstes Wochenende aus bei euch? Nein. Ich habe Zeit. Übernächst. Ich habe schon einen Nein gehört, das ist dann ein bisschen blöd. Das nächste Wochenende, an dem ich wieder kann, ist entweder. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht das letzte April-Wochenende. Also ach du Scheiße. April. Das ist ja ein ganzer Monat noch dazwischen. Und ich würde danach... Ich würde es am liebsten so bald wie möglich noch... Also das ist so bald wie möglich. Nächste oder übernächste Woche. Ich würde da nicht einen ganzen Monat dazwischen vergehen lassen. Das ist da... Ich habe halt nichts, ne? Ich habe an den Wochenenden allerdings keine Zeit. Wie sieht's? Unter der Woche könnt ihr gar nicht... Unter der Woche bin ich nicht hier, also da habe ich halt nur schlechte Qualität im Voice. Wäre verkraftbar. Solange du reden kannst, die Frage ist, wie lange dauert denn das, weil ich kann unter der Woche nicht bis um 2 wach bleiben. Stimmt auch wieder, ist auch wieder ein Argument. Na, da würden wir für gewöhnlich... Ich muss dann um 6 aufstehen, ich kann nicht mit 4 Stunden schlafen. Gut, am Wochenende... Unter der Woche würden wir maximal bis 22 Uhr machen. Am 29. Ich zumindest immer so. Okay. Am 29. würdest du wieder können. Ist am 29. Ist aber Sonntag. Also an dem Freitagabend wäre vielleicht gut, weil danach geht's ja, oder? Freitagabend. Ja, Alex, die Woche.
Die Woche am 28. 29. das Leipziger Buchmesse, und da würde ich eigentlich ganz gerne hin, und ich bezweifle, dass ich nach der Buchmesse noch eine, wenn ich am Samstag dort war, das dann am 30. Ja, aber davor vielleicht ein Freitag, an dem wir können, weil wer hat gemeint, dass der am Wochenende nicht kann, vielleicht kannst du noch Zweifel Freitag. Werde ich tun am 30. Freitage okay. Gelten, da geht zählen leider damit rein. Okay. Ah. Also am 28. können, ist das machbar? Denn am 28. werde ich nicht da sein. Verdammt. Davor an einem Freitag, 21.14. An einem Freitag. Wie sieht's denn bei euch Montag oder Dienstag aus? Das ja, Montag unter der Woche ist halt das keine lange Runde da. Leider auch keine Zeit. Da können wir nicht bis. Dann machen wir mal. Ist halt blöd, wenn wir es im Mai dann erst machen. Da geht ein Monat kaputt. Dann ist das halt so. Dann schiebe ich halt vielleicht noch was zwischen. Was du streamen kannst, so siehst du nicht. Na, aber ich find's fürs Abenteuer auch nicht. Ich find's fürs Abenteuer nicht blöd, weil dann haben wir alle wieder vergessen, was passiert ist und so weiter. Dann gucken wir uns alle deine Stream bzw. deine Aufzeichnung vorher nochmal an und dann ist. Ob die bis dahin dann da ist. Du kannst ja auch aufzeichnen. Wenn du möchtest, kannst du ja, wenn du die Stream-Aufzeichnung hochgeladen hast, kannst du ja nochmal zusammenschreiben, so das Wichtigste, was passiert ist. Ja, ich erzähle dann, was bisher passiert ist. Genau, das wäre ja das Einfachste. Das ist ja auch für die Zuschauer dann gut, weil das da schon lange her ist. Wie sieht's im Mai für bei euch aus? Noch schlechter. Ich kann Ende Mai nicht mehr. Wollt ihr mich rollen? Ich kann dir den... Moment... Einen Moment, ich muss kurz, ich hatte erst also einen Termin. Das ist eine Kampagne, deswegen, wir wollen es, wenn auch irgendwann Teil 2 spielen. Ich muss etwas nachschauen. Wenn wir keine Termine mehr dieses Jahr finden, dann ist das scheiße. Ach, das kriegen wir schon. Daran scheitert es immer. Ich kann dir den 6. Mai geben. Was 6. Mai ist großartig. Da kann ich auch. Die Podcast-Folge können wir knicken, die können wir irgendwann anders aufnehmen. Ist nicht wichtig. Ja. Die Woche vorher, im Zweifel. Am 6. Mai hat da irgendjemand was dagegen gegen den 6. Mai? Warte, ich muss ganz kurz nachschauen. Ich glaube zwar nicht, aber ich gehe zur Sicherheit. Möge er jetzt schweigen oder jetzt sprechen oder für immer schweigen. Warte ganz kurz, ich muss kurz nachschauen. Ich befürchte, dass wir dann nochmal einen Abend brauchen werden. Wenn er kürzer dauert, wenn wir nur bis 23 Uhr brauchen, dann ist das auch gut, dann machen wir früher Schluss. Aber ich denke, vielleicht werden wir auch wieder bis 2 brauchen. Einigen wir uns einfach drauf, das nächste Mal, wenn jemand eine Kampagne ausschreibt, direkt einen Wochentag festlegen und dann in mehreren Wochen machen, ansonsten fallen halt die Leute weg. Dann kann ich passiert das nicht mehr. Wollte ich ja, aber es war ja irgendwie nicht. So, 6. Mai habe ich noch nichts dagegen gehört. Machen wir. Dann ist es der 6. Mai. Dann ist es der 6. Mai. Ja. Gut, na dann bedanke ich mich. Dann schiebe ich vielleicht noch mal was zwischen. Dann können wir dann, das besprechen wir dann außerhalb des Teams. Dann bedanke ich mich fürs Mitspielen. Termin ist eingetragen, am 6. Mai geht's weiter mit Norui Island. Mal schauen, ob wir dazwischen noch was anderes streamen. Mit allen wieder mit dabei. Hat Spaß gemacht. Für mich. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Es war überraschend spaßig. Ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Ey. Die Kinogutscheine bleiben bei mir noch erhalten. Ihr habt erstaunlich viele. Vielleicht findet ihr sie im zweiten Abend nochmal. Die Statuen. Wir reißen einfach alle Wände ein. Eine wurde schon gefunden. Ich habe gesagt, die sind gut versteckt, deswegen, ihr seid schon an 2-3 Statuen vorbeigelaufen. Waren die in irgendwelchen Bäumen, weil ich habe die ganze Zeit auf die Bäume geschaut. Verdammt, nein, wahrscheinlich die alternativen Wege. Das kann ich euch sagen, in Bäumen und in den alternativen Wegen waren sie nicht. Verdammt. Aber anders in dem versteckt. Hotel war eine, 100 Pro. Wir da sage ich Hotel niederreißen müssen. Da sage ich nichts zu. Nein, niederreißen müsst ihr nichts. Außer die eine Wand. Aber wir können. Werden wir sehen im nächsten Abenteuer.
Danke an Modi fürs Mitspielen. Danke. Ich hatte Spaß, ich habe sehr viel Nick. Danke Pathfinder und Turin. Ja. Es war ein Vergnügen. Vielleicht werden sich bald mehr. Es wird bis an der anderen Seite anschließen. Es wird noch ein Vergnügen. Am 6. Mai geht's weiter. Schaltet auch da wieder ein, liebe Zuschauer. Wieder um 18 Uhr. Und dann 18 Uhr, 6. Mai, fester Termin. Wenn das so weitergeht, werde ich die andere Seite wahrscheinlich noch kennenlernen. Hm. Natürlich. Als einziges. Anne ist hier unser Boxsack. Ja, ich bin gefühlt die Einzige, die da irgendwas erkennt, irgendwas wahrnimmt und dann kriege ich die Fresse. Ja. Ja. Und dann bringe ich alles um, was die auf die Fresse gehauen hat. Ist doch ein guter Trade. Gut, na dann. Auch wieder wahr. Und ich manipuliere kleine Kinder dazu, meiner Kirche zu folgen. Ich hab mehr als 4 Liter Verwandlungswasser. Ja, das wird noch spaßig. Okay, ich was hab auch eine Flasche voll Verwandlungswasser. Ja, ich hab meine leer geschüttet, ich hab das Feuer leer geschüttet, ich hab leider keins mehr. Okay, was wäre, wenn, machen wir dann nach dem nächsten Runde, wenn wir dann noch durch sind. Ja. Macht jetzt noch keinen Sinn für euch. Ja. Und an dem Punkt kann man ja auch sagen, wenn ihr so interessiert an dem Abenteuer seid, ihr könnt es ja selbst spielen, du kannst es ja verlinken. Ja, ihr könnt es jederzeit, also wenn ihr nicht bis zum 5. Mai aushalten, 6. Mai aushalten könnt, es gibt einen Link ist dazu, wahrscheinlich wird das Video später hochkommen, als dass die zweite Runde kommt. Wird wahrscheinlich erst, im Juni werde ich das erst hochladen. Davor kommen noch andere Sachen. Oder ich lege es da nach vorne, dann ich lade es einfach schon als nächstes hoch. Ich werde es mal schauen, wie ich es hochlade. Ihr könnt Noroyan selbst nachspielen. Es gibt einen Wiki-Artikel dazu, den ich die ganze Zeit gebraucht habe. Ich habe meinen eigenen Wiki-Artikel im Hintergrund gehabt und durchgelesen. Mit dem könnt ihr das spielen. Brauchte nur 4 Spieler für und einen Spielleiter. Ja. Kinotickets bleiben erhalten, die werden dann noch verteilt an einen der Spieler. Auch wenn es vollkommen unnötig ist, aber. Ja, ich finde es. Es ist unnötig, aber ich habe einfach Bock drauf und deswegen. Ja, XP sind auch XP. Wenn ihr dann im Mai noch Bock habt auf das Ding, auf den Film. Aber die gelten. Immer gut. Ja. Die Tickets gelten 3 Jahre lang, also. In 3 bis. Aber sie gelten trotzdem nur für den Dungeons & Dragons Film. Der wird exklusiv gespielt, wenn du die Tickets einlöst. Nein, zur Not gelten sie auch für andere Filme. Dann kannst du auch einen anderen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, danke fürs Mitspielen. Bis zur nächsten Runde. Wir haben einen Termin. Wir sehen uns. Ja. Gute Nacht. Oh.